Freunde der elektronischen Musik, es ist wieder Dienstagabend und wir haben heute einen Gast, über den ich mich besonders freue. Selber, seiner selbst, was für ein blöder Satz, Streamer auf Twitch und Dozent bei uns im Online-Campus. Er macht neuerdings ja die Track-Feedbacks für uns. Sven Wittekind ist am Start. Hallo Sven. Ja, servus Björn. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Gut, heute war ein guter Tag. Nicht so, weil sonst schlechte Tage sind, aber heute war das Wetter mal irgendwie angenehm. Ja, heute war es wirklich schön sonnig endlich mal wieder. Ja, 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 genau. Und das macht direkt was mit meiner Stimmung, muss ich schon so sagen. Ansonsten haben wir jetzt endlich eine Tür im Studio. Ja, hast du ja schon gesagt. Und, Und jetzt ist es hier sehr warm drin, weil wir noch keine Klimaanlage haben, ja. Also hier im Studio ist jetzt immer T-Shirt-Klima. Ja, du bist, ja, okay, ich hab dich, wir haben, red nochmal, sag nochmal was. Check, 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 ich rede jetzt nochmal irgendwas. Ah, ja, du bist tatsächlich sehr leise, du bist tatsächlich überhaupt gar nicht drauf, richtig. Moment kurz, das muss ich fixen. Die üblichen Probleme. Ich gehe eigentlich schon sehr laut raus. Ja, 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 nee, das ist, das liegt an mir hier. So, sag nochmal was. Moment, Moment. Check, check. Ja, Pure. Jetzt sollte es doch viel besser sein. Hört ihr mich alle? Ja. Klinge ich noch, als wäre ich in einem Warehouse oder... Nee, nee, du hast gerade, warst du nur über mein Mikrofon drin. Ach so, ja, dann... Genau, es war noch eine Audioeinstellung falsch. Ja, es wird Zeit, dass Torge wieder da ist. Torge ist ja im Flashmount. Seit einiger Zeit. Aber er ist, ab Donnerstag ist er wieder da für euch im Stream. Genau. Ne, Torge hat schön Urlaub gemacht. Ach, guck mal hier, Knalltüte. Das ist doch bestimmt mein Rockhound von Twitch. Der will immer, dass ich Wände streiche. Ja, warum? Warum Wände streichen? Dein Hintergrund, deine Hintergrund. Ich finde es sehr schön mit den Platten und so, sehr gemütlich. Die sehen halt ganz schön durcheinander aus. Ich habe die nicht richtig fixiert und dann rutschen die irgendwann. Das regt mich ehrlich gesagt ein bisschen auf. Das macht mein Monk ziemlich... Aber ja, grüßt euch, grüßt euch. Ich hätte eigentlich auch mal noch auf meinem Discord ankündigen können, dass ich hier bin. Wie, hast du nicht gemacht? Nein. Oh, Sven, Sven, dann können wir es auch lassen. Ja. Einmal mit Social Media und Audioprofis, das wäre ne, was. Wahnsinn, Wahnsinn, ja, ja. Ist ja, ist halt einfach nicht mehr unsere Zeit so, ne? Nee, wird Zeit, das Zepter zu übergeben irgendwann. Liebe Community, schön, dass ihr am Start seid. Chris ist am Start, Benny Fate Music ist da, Maudiao, Jin ist am Start, Digi ist da, Soulmate, Karegen, Knalltüte, Steffen, Quinto ist da, Bex, Becky, Mo Metronome, Chris Müller, alle am Start, 7 Inch ist da, Merk ist da. Ach, so viele Namen, die ich immer kenne und immer gerne lese hier. Freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Und dann mache ich auch mal direkt eine kurze Umfrage, ob ihr Bock drauf habt. Ich habe heute mal gecheckt, ob wir nicht geile Sign-Jogging-Anzüge machen. Oh, unbedingt. Nach der letzten Vlog-Folge habe ich ja so ein bisschen erzählt, dass ich im Studio eigentlich nur noch mit Jogginghose arbeite, weil alles andere nur noch ungemütlich ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, so eine richtig High-Quality-Jogginghose und Hoodie zu machen. So eine geile Jogginghose mit so ein bisschen Sign drauf. Nicht viel, aber so ein bisschen Sign drauf. Schreibt mal eins in die Kommentare, ob ihr Bock hättet auf so einen richtig geilen Sign-Jogging-Anzug fürs Studio. Das ist eigentlich echtes Studio-Wear. Ich habe lange überlegt, wie sieht Studio-Wear aus? So, ein Jogginganzug. Sven, ja, was hast du dazu? Trägst du auch Jogginghosen im Studio? Heute lustigerweise nicht. Ich bin aber ja komplett Mr. Jogginghose, wofür ich ja auch zu meinen DJ-Zeiten auch teilweise gemobbt wurde. Gemobbt? Ich bin ja auch einfach in Jogginghose zum Gig und so, ne? Also ich finde, es gibt nichts Bequemeres. Und wenn man jetzt nicht unbedingt so eine Schlapperhose trägt, die, wo man halt aussieht, als hätte man mit Unterhemd und 20 ja. Die ausgebeult, ne, dann finde ich die auch durchaus stylisch. Ne? Die darf halt dann nicht so weit sein und so, ne? Aber ja. Genau, ja, ja. Also es gibt Jogginghosen und Jogginghosen, aber es gibt ja auch Hosen und Hosen.
Ja. Ne? Es gibt schon stylische Jogginghosen. Ja, ich habe jetzt auch am Freitag tatsächlich mal wieder ein Gig mit Markus zusammen, TV Core. Wir spielen live in Karlsruhe. Kommt also gerne rum, wenn ihr Bock habt. Im Klaus Kinski heißt der Laden, glaube ich. Wird bestimmt wild. Und ich habe auch schon überlegt und mit meiner Frau geklärt, ob ich nicht in Jogginghose auflegen könnte eigentlich, live spielen könnte. Was spricht eigentlich dagegen? Du wirst es lieben. Ja. Ich komme jetzt, du merkst, in so einen neuen Lebensabschnitt. Ja. Ich habe meine Zeit lang so ungemütliche Hosen getragen. Die mussten immer eng sein und so punkig aussehen, weißt du? Hattet Kind, erfolgreiches Business, jetzt kannst du drauf scheißen. Jetzt kannst du drauf scheißen. Jogginghose anziehen. Einfach nur noch Unterhemd und Jogginghose. Genau, ja, das mit Senffleck dann, ne? Ja. So ein bisschen Ketchup. Auf der Jogginghose müssen ganz viel so Tierhaare sein und alles. Oh, hör auf, bin ja Allergiker. Ah, stimmt. Ja. Du weißt ja, warum eine bestimmte DJ nicht mehr mit mir redet. Tatsächlich, ja, was ich sehr schade finde, weil sie eine meiner besten Freundinnen ist und du einer meiner besten Freunde im Business, ne? Ja. Habt ihr euch wirklich auf den Schlips getreten an der Stelle, die total unnötig war? Ne? Ja, ja. Ich habe ihr verziehen, sie mir ja scheinbar nicht. Ja. Aber ist auch egal. Wollen wir heute nicht zum Thema machen? So, heute machen wir hoffentlich geile Musik zum Thema, oder? Ja, ich hoffe. Los geht's mit dem ersten Track des Abends von... jetzt bin ich verwirrt, jetzt habe ich irgendwo Salzränder gelesen, aber so heißt nicht der Künstler, sondern das war jemand, der das im Chat geschrieben hat, sondern... For those who listen, The Other World. Den Link muss ich dir natürlich noch schicken. Genau, und ich muss mit dir noch ein paar Sachen absprechen. Also du mutest mich jetzt komplett, auch mein Mic, alles. Ich mute dich komplett? Nein. Ja, doch. Ich mache halt mein Mic aus, damit du nicht Du musst hörst. Dich muten. Und ich mute genau. mich. Gut. Ja, Link habe ich dir geschickt. Wir muten uns und los geht's, die Reise. Die Mute Boys, ab geht das. Ja, und irgendwie, das kann ich schon mal sagen, hier ist ein Plugin, das rastet irgendwie aus. Ich weiß nicht warum, es wird immer groß und klein. Ich weiß nicht warum, vielleicht blende ich es gleich einfach aus. Ich sagte ja schon, Computer machen manchmal komische Dinge. Ich weiß nicht, warum es das macht. Ich sage ja, Torge muss wiederkommen. Okay. Los geht's mit dem ersten Track, The Other World, for those who listen. Jetzt du das.
hier genug gehört. Und wir gehen rein. Wie immer hat mein Gast das erste Wort. Schon mal ein kleiner Hinweis, wenn mein Studio blau wird, dann heißt es etwas. Ich finde übrigens da eure Einspieler saulustig, die ihr mittlerweile drin habt, ja, wo ihr entweder tanzt oder jetzt die Hand, die da dieses Stereo-Polizei hochhält. Genau. Prop auch dafür. Der Break war ein bisschen lang, deswegen kam Torge mit der... Ja, ich hing irgendwie ein bisschen hinterher. Ich muss ja für den Chat auch mitschauen und dann musste ich unten mal auf Live klicken, da habe ich ein bisschen was verpasst scheinbar. Aber gut, zum Mix ist zu sagen, dass da einiges im Argen ist, würde ich sagen. Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe mir direkt aufgeschrieben, ich nenne das mittlerweile ja gern Halfpipe-Sound. Ne? Also es waren unfassbar viele Bässe, die aber nicht gut zu hören waren und noch viel schlimmere Höhen. Also die Höhen finde ich fast noch schlimmer als die Bässe. Weil das Ganze dadurch natürlich überhaupt gar nicht ausgewogen klingt. Ne? Dieses, ich mache einen Track an und ich habe eine extreme Freude, den zu hören, weil der einfach gut klingt, weil der meine Membrane schön bedient, dass der wertig klingt und so. Das ging halt durch diese Harshness vor allem, ging das komplett nach hinten los, würde ich sagen. Ne? Das war einfach alles sehr hell, sehr kreischig. Und ich finde, dass das gerade in den Breaks sehr, sehr anstrengend gewesen ist. Ne? Also dieses, ich weiß nicht, also ich höre auch auf Adams, ne, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Und die haben ja sowieso so ganz empfindliche Hochtöner, ne, die sowieso die Höhen schon so extrem betonen. Und die haben mich angekriegt, dass es im Ohr teilweise schon ein bisschen gemacht hat. Ja? Und das fand ich ein bisschen zu krass. Dann natürlich Kritikpunkt, der lange Break, und das soll ja Trance sein, wenn ich der Beschreibung da folge auf Soundcloud. Da ist ein langer Break nicht schlimm, allerdings finde ich, dass der nicht abwechslungsreich genug ist. Ne? Also so ein richtiger Trance-Breakdown fängt ja erstmal an mit wuff, alles runter, die Arps aufbauen, ne, irgendwelche neuen Elemente dazu bringen, sich steigern und dann einen schönen Drop. Und ich fand halt, dass es wirklich einfach nur die ganze Zeit sehr kreischig war und die Energie, die da generiert wurde, war eigentlich, dass man den Arp immer noch weiter angezerrt hat und so, was ich dann fand, dass sich auch ein bisschen detuned anhört und dann auch so ein bisschen unstimmig irgendwie. Ja, und den zweiten Break, den hätte ich mir dann halt gespart. Ne? Nachdem man sich irgendwie anderthalb Minuten im ersten Break aufgehalten hat, dann nur so gefühlt 30 Sekunden Beat und dann wieder eine Minute Break, das war mir ein bisschen zu viel. Ne? Also generell, wenn ich jetzt so abschließende Tipps geben soll, den Bass auf jeden Fall ein bisschen cutten in dem absoluten Low End und auf die Noten verschieben. Ne? Also dass du quasi auch die Kick in der Note, in der sie ihre Spitze hat, dort etwas anhebst, den Bass ordentlich anhebst. Und auf jeden Fall in den Höhen, da muss auf jeden Fall einiges runter. Und ich würde halt, wie gesagt, den Break besser aufbauen, ne? Weil du kommst im gesamten Track nicht aus diesem Noise-Feeling raus. Das ist eigentlich das, was mich die ganze Zeit gestört hat. Und dadurch fehlen einem auch so ein bisschen die Up and Downs. Ne? Ja, absolut richtig, Sven, was du sagst. Da kann ich mich nur anschließen. Ich füge noch ein bisschen was hinzu. Mich hat der Track, ganz ehrlich, gestresst. Also ich fand es extrem unangenehm, ihn zu hören, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und ich bin jetzt kein großer Trance-Kenner oder Trance-Fan, wie ihr vielleicht auch wisst. War der Open Air Floor bei der Nature One nie unbedingt der Place to be für mich. Aber es gibt ja guten Trance, der auch irgendwie so gerade harmonisch und melodisch einen total mitnimmt. Und dann die Augen zu und dann kann man sich da den Delfin folgen irgendwie, ne? Hier bin ich aber mal ganz schnell aus dem Wasser raus und wollte also da keinem Delfin hinterher schwimmen. Also das war mir einfach alles insgesamt zu trashig. Und das liegt sicherlich auch am Sounddesign und vor allem an sehr, sehr vielen harmonischen Problemen. Das war in sich alles nicht wirklich stimmig. Bassline, Melodieführung, das hat nicht wirklich zusammenpassen wollen. Dazu kam, dass die Synths sehr, sehr hoch klangen, aber dann auch sehr hohl, weil alles so weit im Stereofeld war. Also hätte ich das Licht noch blauer machen können, hätte ich es gemacht. Es war gar nichts mehr in der Mitte da.
Und dann, wenn ihr einen Sound habt, der so Stereo ist, dass er komplett aus der Mitte rausgeht und nur noch an den Seiten ist, dann klingt der auch schnell hohl, finde ich. Das war so der erste Eindruck, wo ich mir dachte, oh, das ist aber, hohl ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Da vielleicht wirklich mal mit Scales arbeiten als Tipp. Von der Baseline anfangen, was habe ich denn für einen Grundton, was kann ich da drauf machen und dann Stück für Stück sich so hocharbeiten. Vielleicht am Anfang, wenn man jetzt noch nicht so tief drin ist in Musiktheorie, kann ich übrigens unseren Composing-Kurs sehr empfehlen. Ansonsten wirklich da lieber vorsichtig sein. Gerade in Trance kann man super einfache Akkordfolgen machen, die auch in Pop gut funktionieren. Ganz einfache Progressions funktionieren da gut. Und dann passt das auch alles irgendwie. Ne? Aber hier muss ich sagen, bin ich dem Delfin nicht gefolgt. Ja, das war aber auch kein Delfin, das war der weiße Hai. Barsch. Oder so. Nee, ich finde gerade, wo du sagst, auch mit Scales arbeiten, auch das habe ich gerade heute in den internen Track-Feedbacks gepredigt. Da hat mich auch jemand nach Melodien gefragt und dann habe ich mal verschiedene Scales durchgeguckt und er ist einfach mit den Noten auch nicht drauf gelandet. Also ich denke mal, gerade bei Trance, wenn man so eine Major-Scale bedient oder so und sich da ganz einfache Melodien mit einem gut eingestellten Arpeggio zum Beispiel erstellt, dann hast du halt direkt was Harmonisches, ne? So als Tipp für den nächsten Track, würde ich sagen. Ja, zum Beispiel F-Dur, G-Dur, A-Moll. Boom. Hast du einen Trance-Track. Kannst du 30 Titel mitschreiben. So. Ne? Mehr braucht man für Trance nicht. Das fing. Und hier war auch die Melodie überhaupt nicht mehr rauszuhören. Das war einfach so viel durcheinander. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Track und hören hier auf zu ranten. So sagt man ja so schön, ne? Ich mache mir hier die Stereopolizei wieder weg. Und der nächste Track ist von Native Freak Show. Cat Up to Get Down. Den Link habe ich dir schon geschickt. Denk dran, dich zu muten. Los geht's. Mach ich. Chat ausrastet, es läuft nichts doppelt.
Ich denke, es reicht. Es reicht mir, ich muss mir das nicht weiter anhören. Entweder hat hier jemand wirklich seinen allerersten Track produziert oder hatte eine extrem lange, harte Nacht hinter sich. Ich weiß es nicht, aber ich kann das nicht auf irgendwelchen musikalischen Grundlagen bewerten, bin ich ganz ehrlich. Das war, das ist, vielleicht gibt es die Tracks, wo das so sein muss. Das war alles, nee, das tut mir leid. Also ich habe auch irgendwann aufgehört zu schreiben, weil ich, das war wie wenn jemand zu mir spricht und ich die Sprache aber nicht verstehe. Der guckt mich an und sagt, und du denkst dir, was? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's musikalisch nicht verstanden. Das war so unstabil alles. Und was soll ich da jetzt auf Mixdown eingehen, ganz ehrlich? Da kamen ja Sachen, Sounds rein, die waren so out of grid auch. Das hat überhaupt nichts mit Groove zu tun. Und das war jetzt, also für mich war das jetzt eher ein organisierter Krach und nicht unbedingt Musik. Ne? Also da vielleicht einfach nochmal, ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht persönlich werden. Sven. Gib's zu, du hast wieder einen Track von dir eingespeist. Genau, ja, danke Sven, genau. Ja, das war mein, ich habe jetzt selber gemerkt, den habe ich gestern Nacht noch gemacht, habe ich jetzt selber gemerkt, der ist irgendwie nichts. Ja. Ey, aber ich muss sagen, jetzt mal bei allem, wo man sagt, ah, nee, das war gar nichts, so eine gewisse Ästhetik habe ich darin erkannt, aber was einzelne Sounds angeht. Ich fand zum Beispiel den Anfang gar nicht schlecht. Ich fand, dass der Anfang ganz nice war von der Soundauswahl, ja, und auch so einige Knarz-Sounds, die dort drin stattgefunden haben. Fand ich nicht schlecht, aber natürlich, wie du sagst, und es war leider auch kein organisiertes Chaos, sondern ein unorganisiertes Chaos. Ja. Das hat schlimm gemacht. Naja, immerhin war es geloopt. Immerhin waren da Loops und die Hi-Hat war gleichmäßig schlecht daneben. Ja, aber da ist auf jeden Fall der Mixdown-Guide, glaube ich, eine gute Alternative. Das sind alle unsere Guides erstmal, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Ansonsten, ja, wie gesagt, also ich kann es jetzt auch schlecht bewerten, weil das ist so, als würde dir jemand angebrannte Nudeln hinstellen und dem sollst du dann erzählen, wie die Bolognese richtig geht. So, ne? Ja, ganz schwierig. Da waren Ansätze drin, wie gesagt, einige Sounds haben bei mir ganz gut gecatcht. Ne? So gerade diese noisigen Sachen, dieser helle Bell-Sound am Anfang, der Bass, der da auch drin war, aber dann wurde es halt komplett random, out of order, ne? Als, wie du sagst, out of grid und vom Klang her halt leider nichts, viel zu viel Bass. Und hatte, die Kick hatte überhaupt keinen Punch, das war ja einfach nur so ein Bass. Aber ich sagte ja, da fange ich jetzt nicht beim Mixdown an, weil das war... Ich höre hier gerade, ich lese gerade T-Raumschmiere. Ich habe T-Raumschmiere, das Album, mit wo Monster Truck Driver drauf war, geliebt. Ich habe Monster Truck Driver hoch und runter gespielt in meinen DJ-Zeiten vor 20 Jahren irgendwann mal. Und das war großartig. Das war aber musikalisch auf einem ganz hohen Level. Am Anfang habe ich gedacht, das Ganze könnte in so eine Richtung Stammheim-Sound, Hörspielmusik oder so gehen. Die haben auch manchmal so weirde, verspulte Sachen gehabt irgendwie. Nagen und Saugen und wie so die Sachen hießen. Aber das war auch wirklich nur so ein kurzer Moment, wo mir der Gedanke aufgepoppt ist, vielleicht geht es in diese Richtung. Ja, aber ist es dann nicht gegangen. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Track, oder, Sven? Zu unorganisiert dafür. Ansonsten hast du recht, ja, Hörspiel-Schallplatten hießen die, glaube ich. Genau, da habe ich mein erstes Release drauf gehabt. Ah, krass. Ich habe die damals gekauft, aber deins hatte ich, glaube ich, nicht. Ja, da hieß ich noch anders. Da hieß ich noch BT. Muss ich mal, obwohl ich habe die nicht mehr. Ja. Ich hätte die gerne noch und dann würde ich gerne mal gucken. Aber ich glaube, ich habe mir hauptsächlich was kam denn da drauf alles? Da gab es doch so drei, vier, die für das Label ganz bekannt waren. Ja, auf jeden Fall Pierre. Ja. Und wie ist denn ein nochmal? Also Nagen und Saugen auf jeden Fall auch. Die haben viel gemacht. Tok Tok. Ja, ein paar Platten hatte ich davon. Diese graue, schwarze. Ich hab's gefeiert. Ich mochte den Stammheim-Sound sehr. Fällt der eine nicht ein jetzt? Na egal, ist lange her. Es gab auch sehr, sehr gute Mix-Compilations.
von auf Hörspielmusik, diese Stammheim-Compilations mit so Brinkmann und Kopetzky drauf, haben wir hoch und runter gehört. Da waren dann aber auch Tracks von Green Velvet drauf, von Richie Horton, Roland Kasper, richtig geil zusammengemischt. Also das war so, hat mich schwer geprägt auch, ja, diese Stammheim-Mix-CDs. Ich weiß so, da haben wir früher in so einer WG gewohnt, da haben wir dann im Wohnzimmer alles rausgeräumt, Disco-Kugel, Strobo, die CD rein, weil wir hatten nichts zum Auflegen und haben dann wirklich da getanzt irgendwie zu diesen Mix-CDs. Ne? Ja, nice. War geil. Marki, genau, Marki. Genau, Tok Tok auch großartig. Auch unter Zock Zock haben die auch ganz lustige Musik gemacht. Ich habe die sogar mal gebucht ins Fusion nach Münster. Ich Tok Tok mal gebucht. Ja, mich hast du. Nee, wir haben nur zusammen einen unserer ersten Gigs gespielt, glaube ich, ne? Ohne es wirklich zu. Also, ich habe es lange nicht gewusst, dass ich dich da schon kennengelernt habe. Wo war das noch? In Dortmund? Nee, das war irgend so ein kleiner Club. Da haben wir doch zusammen gespielt. Ich weiß auch nicht. Es war nach meinem ersten Overdrive-Release relativ bald. Okay. Naja, das muss dann so 2001 oder so gewesen sein, ne? Ja, 2002, 2003, ja, glaube ich. Ah ja. Ja. Na gut, machen wir den nächsten Track, oder? Wird genau. Übrigens Zeit, dass wir mal wieder zusammen spielen. Hätte ich Bock drauf. Ja, wir sehen uns ja bald. Aber ja. Darfst du nichts sagen, aber bald sehen wir uns. Ich freue mich sehr drüber. Jetzt geht es weiter mit Fabian Girard. Girard? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht richtig. Los geht's. Thank you.
ein Lichtblick, möchte ich sagen. Auf jeden Fall, den Fabian Girard, den kenne ich auch. Den habe ich auch schon ein paar Mal gefeedbackt. Innerhalb deiner Streams oder bei uns im Campus-Feedback? Innerhalb meiner Streams. Aha. Ist übrigens auch ein guter Bekannter von dem Thema, das wir eingangs hatten. Aber ist ja egal. Ich weiß nicht mehr, welches Thema wir hatten. Wir hatten so viele Themen schon. Wie bitte? Wir hatten ja schon so viele Themen. Stimmt, ja. Ja, Fabian, mal wieder ein cooles Stück Musik auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe nicht viel dran zu meckern. Lustigerweise gehe ich, oder was heißt lustigerweise, es ist ja oftmals so, dass der Chat hier schon sehr, sehr viele Skills hat, gehe ich mit, das war das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, bevor es im Chat auch schon gesagt wurde, ich hätte mir ein schöneres Low-End, was die Kick betrifft, erwartet. Ich fand, dass das alles etwas zu mumpfig war für so einen Track, der so episch ist, ne? Der mit diesen Synths so glänzt und so. Dafür war mir das Low-End ein bisschen zu muffled, ist, glaube ich, das richtige Wort. Ne? Die Kick hätte einen besseren, so einen Filter-DK-Snap oder so gebraucht. Irgendwas, was sie mal so ein bisschen hochzieht. Und die Bassstruktur vielleicht dann noch ein bisschen Sidechain auf die Kick. Ne? Wenn das nicht schon passiert ist, dann ist es vielleicht nicht genug gewesen. Das sind eigentlich so die zwei, drei Punkte, wo ich sagen würde, dass die verbessert werden müssten. Weil ich finde es ein bisschen zu dumpf im Bass. Es könnte auch definitiv noch ein bisschen mehr Bass von der Kick kommen, ne, dass die ein bisschen mehr Bauch in die Frequenz abgibt und das Ganze dann ein bisschen sauberer mit der Bassline kombinieren. Ne? Also ein bisschen mehr Snap drauf, die Bassline ein bisschen klarer machen und das so ein bisschen untereinander aufräumen. An Synth-Gestaltung, die hat mir sehr gefallen, die hat mich gut durch die Zeit getragen. Break auch cool, Drop cool, die neuen Sounds, die nach dem Break dazu kamen, fand ich cool. Gerade dieses verzogene, detunte, da bin ich richtig Fan von. Ja, mehr als Lob kann ich dann weiterhin nicht aussprechen. Ne? Sven, danke, dann bin ich der, der jetzt die Kritik raushaut. Ich fand den Track auch gut im Vergleich zu den anderen Nummern, aber meiner Meinung nach waren da schon noch einige Baustellen im Mixdown. Ich fand den musikalisch ganz toll, auch mit diesen Chip-Sounds und hat gut geklungen. Allerdings passte die Kick nicht. Ich glaube, also wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, da wäre eine 808-Kick geil mit so einem oktavierten Moog darüber und ein bisschen Sub versucht dazu zu mischen über eine Triangle Wave oder so und dann hätte man schon wirklich ein stabileres Low-End. Ich habe heute noch zu Sven gesagt, weißt du, ich mache jetzt seit 20 Jahren Musik, ne, und meine Kicks haben vor 20 Jahren, Kick und Bass haben vor 20 Jahren echt scheiße geklungen, ne? Und jetzt 20 Jahre später, ich habe einen Haufen Gear, ich habe super viel Erfahrung, ich habe super viele Tracks gemacht und Kick und Bass klingt halt immer noch scheiße. Weil ich auch immer spezial möchte, weißt du? Ich kann dir gerne einen Guide schreiben, Björn. Ja, weil ich auch spezial immer mache, weißt du? Und manchmal sind aber so Basics ganz cool. Also ich habe heute, ich arbeite an der Produktion gerade, wo ich jetzt auch einfach gesagt habe, komm, ich nehme jetzt einfach mal eine 909-Kick und mache einen guten Standard-Kick-Bass darunter. Und der Track ist direkt auf einem ganz anderen Level. Weil ich hatte vorher irgendwie eine Kick mit einem Modular gemacht, ganz komische Rumbles, das hat sich alles ausgelöscht. Auf der Kick war so ein komisches Doing und ich habe hier tagelang EQ'd und jetzt habe ich einfach gesagt so, hey, komm, Basic, geile 909 Kick, einfach einen guten, stabilen Bass darunter gemacht und auf einmal rennt der Kick und ist geil, der Track und ist geil. Und das ist hier meine Empfehlung, einfach mit guten Evergreens zu arbeiten. Die Höhen waren nicht ganz optimal, fand ich, weil vor allem die Synths so ein bisschen wenig Air hatten. Da hätte ich mir obenrum was vorstellen können. Und was die Synths so ein bisschen problematisch gemacht hat, das sind so Sinusnester gewesen. So nenne ich solche Sounds immer. Das sind so Grundton und ein paar Obertöne, sonst nix. Und die sind im Mix immer total
schwierig, weil sie so resonanzig klingen, weil sie irgendwie außer diese den Grundton und die Harmonics nichts haben. Und da macht es total Sinn, mit Texturen zu arbeiten, zu gucken, dass man mit Wave Shapern arbeitet, mit Saturator, um eben nicht diese Sinusnester zu haben, diese 8 Grundton und 7 Harmonics, die dann da sind irgendwie. Das finde ich immer total schwierig. Und die stachen auch bei so 1K bis 2K ziemlich krass heraus. Und das ist dann total, entweder machst du dann die Resonanzen weg und dann hast du halt keinen Sound mehr. Und das finde ich dann immer so ein bisschen problematisch. Ich fand den Break noch ein bisschen merkwürdig. Da fehlte mir sowas Uplifting und dann runter oder andersrum. Der Break war eigentlich nutzlos. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach so, und harmonisch gab es, glaube ich, zwischendurch mal Probleme, vor allem bei diesem Boing-Boing-Sound. Ja. So, das sind mein Feedback zu der Nummer. Ja, aber ansonsten, im Vergleich zu den anderen beiden, war es auf jeden Fall gut. Ich glaube, das wirkte durch das Detuning hin und wieder ein bisschen so. Ja, ja, war mir zwischendurch zu out of tune, dann habe ich es nicht gefühlt. Da hat es für mich auch keinen musikalischen, also hat mich dann nicht berührt. Ja, aber zur Kick-Bass-Thematik kann ich auch nur sagen, man sollte sich da am Anfang nicht zu arg verrückt machen. Ich glaube, wo viele einen Fehler begehen, ist direkt schon einfach zu unique sein zu wollen, weil Kick-Bass ist, und das ist jetzt eine krasse Aussage von mir, weil viele damit strugglen, ist eigentlich nichts Schweres. Ne? Du brauchst einfach gute Sinus- und Saw-Wellen und die musst du gut miteinander kombinieren. Ne? Also du kannst eigentlich, wenn du die richtigen Werkzeuge hast, dir binnen Sekunden eine stabile Kick mit einem stabilen Bass. Absolut. Bin ich 100% bei dir. Aber ich bin da immer so ein Mad Scientist. Also ich versuche dann immer Sachen anders zu machen und eine ganz besondere Kick und so. Boah, und das ist mir auch ganz oft gelungen. Aber eben auch ganz oft nicht. So. Ja. Ich meine, ich weiß, dass früher meine Tracks dafür bekannt waren, dass ich krasse Kickdrums hatte. Ja, auf jeden Fall. So, was war das meiste? Der Heartbeat, glaube ich, ne? Oder was hast du damals oft genutzt? Ich glaube, ich hatte. Nee. Heartbeat habe ich nie benutzt von D16. Auch mal. Ich habe viel mit Samples gearbeitet und ein Layering und habe dann zum Beispiel von dem Contact, da gab es diesen Damage. Das war so eine Sample-Library, die habe ich ganz gerne benutzt, um dann so Low-Ends damit zu machen. Und hatte halt jede Menge Samples, die ich gelayert habe und so. Kick 2 habe ich auch viel gemacht. Und ganz am Anfang, ein super geiles Tool, Bassism. Ja, auf jeden Fall. Mit Bassism habe ich super viel gemacht, ja. Ich würde halt tatsächlich, wenn ihr damit struggelt, anfangen, ein bisschen basicer zu sein. Ne? Also die ganz normalen Wellenformen, die man zur Verfügung hat. Für Kick natürlich Sine Wave, ne? Und für Bass kann man gerne, wenn man ein bisschen Zerrung will, Sawtooth oder auch eine Sine benutzen, wie man Lust hat. Und dann würde ich halt anfangen, diese Textur dazu zu machen. So, ne? Und dann kommst du nämlich an einen Punkt, wo du erstmal sauber bist und dann kannst du deine Farbe drauflegen. So, ne? Das ist dann. Also ich mache wirklich alles sehr sauber. Ich mache gar nicht so, dass ich versuche, aus irgendwas zu machen, sondern ich layer dann halt dazu einfach. Ne? Und dann kriegst ist auch clever. Ja, also hoffe ich. Also es funktioniert zumindest. Ja. Auch, oder eine gute Kick aus dem Sample-Pack nehmen, eine Bassline dazu und dann passt das auch meistens schon. Ne? Was glaube ich, so ein Fehler ist bei Kicks, dass man, ich habe zum Beispiel so ein 909-Pack und dann nimmt man die krass distorteste, die schon irgendwie so lang ist und super bong ist. Und das sind meistens die Kicks, die dann nicht gut in einem Track funktionieren. Die sind so Single, ganz geil und man denkt so, boah, was eine geile Kick. Aber die etwas leicht soft-saturated oder tape-saturated Kickdrums, die fügen sich viel besser in so einen Mix ein. Da kann man viel mehr mitmachen, als immer so direkt dieses super aggressive. Ja. Tape-Saturation sowieso sehr guter Tipp, um Kick und Bassline zusammenzubringen. Das gibt nochmal so eine schöne, warme, wollige Decke irgendwie. Das ja. Magic Tricks bewirken. Da gibt es verschiedene Pläne. Weiß nicht, wie viel Werbung man hier machen darf. Das sind da Tipps und keine Werbung. Genau, ich benutze zum Beispiel sehr gern das Softube Tape. Finde ich die beste und einfachste Tape-Emulation, die es gibt. Finde ich für einen Kick-Bass-Bus sehr, sehr stark. Mhm. Ja, ja, ja. Glue Compression und so. Aber es gibt ja ein Ultimate Kick-Drum-Guide von mir,
wo ich dieses Thema wirklich über 8 Stunden hinweg durchexerziere. Sagt man das so, ne? Kann ich euch nur empfehlen. Gibt's auf Sign. Vielleicht können die Mods mal meinen Ultimate Kickdrum Guide in den Chat hauen, wenn den nicht sowieso schon die halbe Community hat. Aber schaut euch den mal an. Ich glaube, der ist sogar momentan sehr günstig. Ja. Ja, Fabian schreibt noch, die Kick wäre aus dem Sample Pack. Sie passt aber halt nicht. Ja, dann ist es halt falsch gewählt. Ne? Nicht jede Kick passt auf jeden Track. Es hat natürlich alles so sein Einsatzgebiet immer. Ne? Auch wenn die dann eine gute Kick sein wird, bin ich mir sicher, passt sie halt nicht in diesen Stil. Ja, ja, auch noch guter, wichtiger Tipp. Ach, ich könnte über Kicks stundenlang reden. Also wirklich, das ist Panel auf der SignCon, 3 Stunden und wir reden nur über Kicks. Und ich glaube, da würden hunderte Leute sitzen, die aufmerksam zuhören würden. Zugabe rufen, wenn wir fertig sind. Nächster Track kommt von Oyala. Ich schicke dir nochmal den Link, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt den richtigen geschickt habe. Oyala und heißt Frückrip. Frückrip. Los geht's. Gut. Rein da.
okay, nice. Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ganz cooler, grooviger, bisschen hausiger Vibe. Ich tue mich immer schwer, in diesen ganzen House-Genres wirklich eine klare Genre zu nennen. Ob das jetzt Tech House oder House ist, tue ich mir einfach schwer. Aber für mich hat es einen hausigen Vibe gehabt. Und hat mir sehr gut gefallen. Die Kick hatte irgendwo zwischen 80 und 100 Hertz ein bisschen zu viel. Wenn man der da einen kleinen Dip gibt, dann wirkt die so ein bisschen runder und weicher. Mir war die ein bisschen zu aggro. Und ich glaube, da, wenn man da was rausnimmt, dann wird sie automatisch schon ein bisschen weicher. Dann fand ich die Shaker teilweise ein bisschen zu laut oder falsch EQ'd. Die haben sich nämlich so ein bisschen mit den ganzen Synths und Chords so in Gehege gehabt. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders abmischen können oder anders arrangieren können, weil die Shaker mit den Chords, das war dann so ein bisschen zu hektisch und vielleicht hätte so ein reiner Offbeat-Shaker da es auch getan. Hätte man auch vielleicht anders abmischen können. Also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass da so Verdeckungen sind. Ansonsten wirklich eine ganz, ganz schöne Nummer, die ich gerne gehört habe. Ja. Ja. Herr Sven. Ich fand auch die Chords recht cool. Ich hatte mir dann aufgeschrieben, dass ich es noch cool finden würde, wenn die Chords mal höher oder tiefer noch eingespielt wären. Aber das ist so halbwegs passiert. Ich meine, diese Arpeggio, die ist wahrscheinlich aus einem höher gepitchten Chord entstanden. Und irgendwo ab Minute 4 kamen dann auch die tiefen Bässe dabei, die ein bisschen diesen Chord-Sound hatten. Das fand ich sehr, sehr cool. Was mir bei den Chords ein bisschen gefehlt hat, kann aber auch wegen der Geschwindigkeit etwas schwierig sein, war so ein bisschen mehr Raum. Ja, also ich finde immer, das erinnert mich dann halt immer so ein bisschen an meine Basic-Channel-Fanboy-Zeit, ja, wenn sobald ich Chords höre. Und da werde ich dann genau. Ja. da hat mir so ein bisschen noch so ein Tick harmonische Zerrung gefehlt und so ein bisschen Raum. So einfach so ein bisschen mehr das Gefühl von ein bisschen mehr, ja, ein anderes Wort für Raum. Mehr so Warehouse-Feeling. Mehr Room. Genau, Raum. So ein bisschen auch Robert Hood macht das auch in so schnellen Nummern sehr, sehr gut zum Beispiel. Ne? Das ist die richtige Zerrung, der richtige Frequenzgang, der richtige Raum, der richtige Delay-Ausklang. Das fand ich, wenn man jetzt die Chords bewertet, noch etwas verbesserungsfähig. Ja? Man muss es nicht unbedingt, aber wir geben ja auch High-Level-Tipps. Ne? Also das ist ja auch kein Problem, hoffe ich. Bei den Hi-Hats, muss ich sagen, hatte ich mehrere Sachen auszusetzen. Zum einen ist da, glaube ich, eine Open drin mit noch einer Open oder es ist nur eine Open, wo sich gerade am Anfang gut hörbar die Phase faced. Ne? Also ich weiß nicht, ob da ein Haas-Delay irgendwie falsch eingestellt wurde, aber gerade am Anfang ist es aufgefallen, dass es ne? dass da irgendwie dann so wie so ein kleiner Flange-Effekt entsteht. Da vielleicht nochmal gucken, wenn du da mit einem Haas-Delay oder so gearbeitet hast, hast du da die Zeiten nicht richtig eingestellt. Das kannst du gut checken, indem du das Haas-Delay am besten auf Mono einstellst und den Punkt, den du erwischst, der nicht flanged, ist der perfekte Punkt dann. Ne? Guter Tipp. Ansonsten hatten mir die Hi-Hats ein bisschen zu nervöses Panning, muss ich sagen. Das ging die ganze Zeit. Ja. Das hat mich ein bisschen verrückt gemacht und hat mir auch ein bisschen die Stimmung auf die Chords genommen. Da würde ich einen kleineren Rhythmus wählen, auf jeden Fall, dass es ein bisschen sanfter geht. Ansonsten hat Björn alles gesagt, die Kick war soweit in Ordnung. Die könnte halt vielleicht noch, da wie er erwähnt hat, diesen einen Punkt haben, dass die noch ein bisschen mehr diesen weicher. Control, diesen Wetness, weichen Sound bekommt. Und dann wär's nice. Also so richtig nice. Ne? Der Track war auch so nice. Ich fand die Abwechslung und das Unique-Gefühl auf jeden Fall ziemlich nice. Ne? Was du gerade mit den Räumen sagtest, fühle ich total. Aber dafür war die Nummer, glaube ich, ein bisschen zu voll, als dass man den Raum auch hätte wirklich spüren können. Vielleicht durch dieses Shaker, durch die Heads, durch dieses Links-Rechts. Da war halt sehr viel in allen Zählzeiten,
Und dann finde ich es immer total schwierig, einen Raum auch wirklich gut zu hören und schön zu finden. Gute Räume funktionieren immer dann, wenn obenrum auch ein bisschen Minimalismus herrscht. Ja, also Platz. Zum Beispiel eine Open Head, die auf dem Viertel spielt, mit einem geilen Reverb, so, ich meine, Paul Kalkbrenner hat das mal total mega geil gemacht in einem seiner Tracks. Die kam rein und die klang wie in so einem großen, geilen Club halt. Mhm. So eine Hi-Hat kannst du natürlich nicht mit einem Reverb, also das Reverb funktioniert nicht, wenn die Hi-Hat 16. ist. Na? Dann wirkt es einfach nicht mehr so. Und umso voller eine Nummer wird und umso schwieriger wird es, mit Räumen auch zu arbeiten. Ja klar, dann kommt natürlich das Processing ins Spiel. Ne? Dann musst du arbeiten, am besten Utility auf Mid-Side stellen, manche Sachen mehr in die Mitten schieben, ja, die Chords in die Seiten schieben, mit Volumes arbeiten, einige Sachen zurücknehmen, die Chords etwas lauter machen. Dann kriegt man es schon noch hin, aber du hast natürlich recht, je leerer der Track, umso mehr Raum für Raum. Umso eher kann das wirken. Ne? Das ist auch der Grund, wo, wenn ich jetzt so Hard-Techno ab 150 BPM, scheiß auf Reverbs, Alter. Ja, brauchst du eigentlich nicht. Ne? Kannst du vergessen, hörst du nicht mehr. Aber so eine 128, 130 BPM Nummer, da kann man so einen Raum dann irgendwie auch noch wahrnehmen. Ne? Ja. Und ich mag das. Ich deswegen bin ich auch, gehe ich gerade auch wieder so in meinem Tempo wieder zurück. Ich meine, ich habe jetzt nie schnelle Sachen veröffentlicht. Ich glaube, da war nur eine Nummer, die mal ein bisschen schneller war. Ansonsten habe ich das ja jetzt gerade alles so ein bisschen geskippt, dieses schneller werden, aus diversen Gründen. Auch gar nicht aus jetzt, dass ich sage, nee, ich mag das alles nicht schnell. Ganz im Gegenteil, ich fand das am Anfang richtig cool, dass alles schneller wird. Aber ich war mit sehr vielen anderen Dingen beschäftigt, dass ich diese Zeit produktionstechnisch geskippt habe. Und jetzt bin ich ja jetzt momentan wieder sehr fleißig im Studio und an eigenen Sachen und stelle einfach fest, dass mir dieses langsamere Tempo beim Produzieren mehr Spaß macht, weil ich mehr Details einbauen kann, weil ich die Reverbs höre. Und alles, was so schnell wirkt, wirkt für mich dann immer schnell gehetzt irgendwie. Ne? So. Aber im Club ist das was ganz anderes und das ist immer das Ding. Was macht einem im Studio viel Spaß und was macht einem im Club dann viel Spaß? Ne? Ja, das können tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Dinge sein. Ne? Ja, ja. Es ist natürlich so, die schnelle Musik, die ist natürlich auch überwiegend clubfunktional. Ne? Also würde ich jetzt mal behaupten. Natürlich, man kann sich das auch so zu Hause anhören. Das macht auch Spaß zu produzieren, aber ich fühle, was du sagst. Ich gehe auch diese 140 BPM-Welle und so kann ich auch nicht mehr so richtig mitgehen. Mir hat sogar wirklich die Zeit ganz gut gefallen, auch wenn sie aus heutiger Sicht war sie mir zu weich, als Techno wirklich so runtergefallen ist in dieses ganz langsame. Ich erinnere mich auch noch so an die ersten Nummern, die mir irgendwann Cortex geschickt hat oder als ich deinen Sound discovered habe. Man hat halt richtig gemerkt, da ist Raum, da ist... Ja. Wir haben ja teilweise auf 126, 128 BPM, wir haben ja diesen langsamen Techno damals dann komplett hart gefeiert. Zu der Zeit dann Speedy J und so gemacht haben und so, ne, was da Kick, Bass und die ganzen Atmosphären, was das für einen genau. Raum hat. Genau. So was kriegst du ja gar nicht in so eine BPM von 140. Ja, ja, ja. Und ich habe jetzt neulich nochmal so diesen 2010er bis 2015er Techno gehört, so Xin und Marcel Detmann teilweise und die ganzen CLR-Sachen. Und ich weiß noch ganz genau, dass CLR damals auch so 140 war, 145. Und dann kam ein Release von Virgil Enzinger und das war auf einmal 130 BPM. Und dann merkte man auf einmal Brian Sanacci, alles wurde so ein bisschen langsamer, jetzt nicht durch Virgil Enzinger. Ne? Er hat jetzt nicht, aber das war so für mich so auf einmal so, boah, geil, das machte richtig Spaß irgendwie. Und dann ging das immer schneller so. Dann waren wir schon wieder, ich weiß noch, 2019 war ich dann schon so bei 135, 136 BPM. Und ja, es ist, ich mal gucken, vielleicht produziere ich auch einfach mal wieder langsamer, viel langsamer. Ja, also ich wäre Fan davon. Ich finde es immer so schade, wenn du dich auf einen Künstler eingeschossen hast. Für mich ist ein gutes Beispiel, wen ich extrem mag, produktionstechnisch, ist Vierter. Mega, mega geil. Und er ist jetzt aber jemand, der auch mit in dieses, ich gehe jetzt schnell und percussive, und dadurch hat der quasi komplett den Künstler ausgetauscht. Ne? Mhm. Ich finde jetzt die ganzen Sachen, die er jetzt macht, so, ja, ist Vierter. Ne, so. Aber es hat nicht mehr dieses, ja. Ne, ah, ja. Da müssen halt auch manche Artists aufpassen, aber manche haben halt dann Angst, wenn sie nicht mit der Masse gehen, dass sie dann nicht mehr gebucht werden und so weiter und alles. Ne? Aber
Ich finde es schade teilweise, wenn ich mich wirklich die ganze Zeit auf einen Künstler eingeschossen habe, weil mir dem sein Sound so gefällt. Ich meine, ich bin leider auch ein gutes Beispiel. Ich habe voll lang Hardtechno groß gemacht und bin dann wieder zurück zu meinen Wurzeln. Damit habe ich genauso viele Leute enttäuscht wie jetzt, na, enttäuscht wie Vierter mich jetzt gerade aktuell. Ne? Wobei er macht immer noch gute Nummern. Mhm. Ne? Nicht mehr alle. Aber auch Schlomo und so, die jetzt alle so schnell auf einmal werden. Genau, ne? Schlomo, was habe ich den gefeiert vor 5 Jahren? Ja, ne? Ja. Mittlerweile ist jetzt nur noch Geratter. So. Und ich meine, er kriegt jetzt halt neue Fans und ich finde es halt immer schade, wenn dann, das ist wie jetzt, wenn, ich vergleiche es gerne mit anderen Genres, wenn jetzt Metallica sagen würde, so, jetzt ist Linkin Park in, jetzt klingen wir alle wie Linkin Park. So, ne? Das finde ich immer kritisch. Ne? Da muss man aufpassen, dass man seinen eigenen Künstler schaffen nicht so untergräbt. Ne? Ja, ich bin da voll bei dir und ich merke auch, wie ich immer wieder in diese Falle tappe. Und naja, das ist, also vielleicht sollte man immer lieber immer an seinen eigenen Style arbeiten, als irgendwelchen Trends oder Hypes zu folgen. Das ist total wichtig. Und da hat Pfaffi mir auch ganz interessante Worte noch am Wochenende zugesagt. Ich hatte ihr einen Track geschickt und das, was sie gesagt hat, hat mich auch wieder zum Nachdenken angeregt bezüglich meinem Style und so. Aber, das muss man auch mal sagen, so Leute wie Vierter und so, die leben davon. Das ist deren Business. Und die haben natürlich auch gemerkt, dass jetzt nur noch schneller Sound funktioniert und gebucht wird, zum größten Teil. Und damit sie weiter davon leben können, ist jetzt einfach mal meine These, müssen sie sich der ganzen Sache auch anpassen. Und ich finde nicht, dass sie jetzt unbedingt dann jetzt ihren Sound verraten, weil die Havans haben schon immer harten Techno gemacht, das war immer, sondern das Tempo ändert sich ein bisschen, es passt sich an. Und vielleicht ist da Techno nochmal was anderes wie eine Metal-Band, die wie Metallica, die einfach dabei bleibt. Ne? Und auch Metal gab es das ja auch, dass dann bestimmte Bands auf einmal mit Dubstep zusammen gemacht haben. Oder ich kenne Beastie Boys zum Beispiel, wenn du deren Alben anhörst, die waren alle komplett unterschiedlich. So, da hat man auch deren, das ging von Hip-Hop bis Hardcore irgendwie. Ja. Ja, aber für sowas muss man dann auch, finde ich, sich den Rahmen schaffen. Also ich finde es ja, also, versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht, dass ein Künstler immer das Gleiche macht, das ist Upturn, ne? Aber so diese Essenz, finde ich, sollte man beibehalten. Und die hat man normalerweise als Künstler auch. Also ich würde immer einen Björn Thorwellen-Track erkennen, würde ich sagen. Ne? Und ich würde auch immer einen Sanhachi-Track erkennen. Ich würde immer einen Industrializer-Track erkennen. Ich würde sehr viele Tracks immer erkennen. Und was ich halt richtig finde, ist, sich tatsächlich von außerhalb mal beeinflussen zu lassen. Wenn dir gerade total Dubstep abgeht, du aber ein Techno-Produzent bist, dann mach halt ein Dubstep-Element mal bei dir rein oder so. Ne? Guck, dass du es in deine Welt bekommst. Ja. Oder produziere halt einfach mal einen Dubstep-Track, weil es dir Spaß macht im Studio, aber veröffentliche ihn dann halt einfach nicht. Ja, oder tu es. Du dahinter stehen kannst, warum nicht im Endeffekt? Ja, das ist immer die Frage, wie man seine künstlerische Identität auch in der Öffentlichkeit prägen möchte. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, als Techno-Künstler oder generell als Künstler für einen bestimmten Stil zu stehen. Also das finde ich, fand ich schon immer sehr, sehr wichtig und das macht es auch aus. Also ich würde jetzt nicht unter meinem Namen einen Dub, dann soll man sich dann vielleicht besser ein anderes Genre suchen. Nicht ein anderes Genre, einen anderen Namen suchen halt, weißt du, unter dem man dann veröffentlicht. Aber warum nicht mal ein Dubstep-Track unter Björn Thorwellen? Ich würde es nicht verwerflich finden. Wenn der deine Handschrift hat, der soll jetzt nicht klingen, als hätte Skrillex den produziert, sondern der müsste nach Björn Thorwellen klingen. Der ja, okay. Björn, ja, ja. Ja, ich würde es für meinen Teil nicht machen wollen, weil ich habe eine. Und deswegen tue ich mich auch so schwer, in den letzten Jahren Musik zu veröffentlichen, weil ich eine ganz klare Vision von meinem Sound habe. Und dann, diese Vision ist in meinem Kopf, aber ich komme einfach noch nicht dahin. Ich komme der Sache immer näher. Und ich habe keine Ahnung, wie viel zig, bestimmt 20, 30 Tracks gemacht, die ich alle nicht veröffentlicht habe, weil sie nicht so klingen, wie ich gerne klingen möchte. Ja? Jetzt muss ich aber auch sagen, dass ich jetzt auch in so einer Situation bin, genauso wie du, wir müssen nichts veröffentlichen, um Gigs zu kriegen, sondern wir haben uns in unserer Künstlerblase eben ein anderes Einkommen aufgebaut, auf einer anderen Ebene. Und genau das sollten wir doch eigentlich auch nutzen und dann eben genau die Musik zu machen und zu veröffentlichen, die wir geil finden, wo wir mit Herzblut dran sind und völlig darauf scheißen,
ob das jetzt gerade ein Hype ist, ob das Trend ist, ob die sich die Platte jetzt verkauft, ob die von DJs gespielt werden, sondern völlig egal, um die eigentliche Selbstverwirklichung geht es. Und ich glaube, dann kommt doch vielleicht, oder bin ich ziemlich sicher, kommt auch wieder ein Punkt, wo Leute auf einen aufmerksam werden. Und ich meine, als ich damals mit Torwellen, ich spreche jetzt mal in dritter Person von mir, aber das war dieses Projekt Björn Torwellen, groß geworden bin, habe ich alles anders gemacht, wie gerade trendy war. Mhm. Ne, oder diese ganze Dark-Techno-Bubble. Wir haben es irgendwie anders gemacht und dann war das auf einmal geil. So, ne? Ja, das muss man aber auch machen. Derjenige, der wirklich, erstmal schöne Worte, ne, vorab, einiges kann ich da 100% unterschreiben. Man darf aber auch nicht vergessen, guck mal, zum Beispiel meine Hochzeit als gesehener Künstler, ne, war, als ich gegen den Strom produziert habe. Mhm. Hard Tempo gab es nicht vor uns. Ne? Das haben Amok, ja. Ich, Viper Obi. Noch, Obi, ne? Wir haben das hochgepusht. Und wir haben eben nicht wie alle die CLR, Drumcodes und etc. nur nachproduziert oder sowas. Ne? Also klingt jetzt voll böse, aber halt. Ne? Nee, ist ja so. Ne? Wir sind aber halt sicherlich stark inspiriert von einem DJ Rush. Die Sets haben wir gerne gehört, ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber die Tracks von Rush haben sich ja komplett auch unterschieden. So. Ja, aber die Sets, meine ich, ne? Ja gut, die waren ja irgendwann voll mit unseren Tracks. Ja, stimmt. Ne? Ja, der hat ja irgendwann nur noch eure Sachen gespielt. Ja. Ich meine halt, die Sachen, die er gespielt hat, als Rush so der Rush war, ich meine, man hat ihm ja dann später auch angekreidet, dass er zu sehr ins Hard-Techno abgerutscht ist. Ne? Er war ja immer so dieser 146, 148 BPM, die Platten, die es vor uns gab, etwas schneller spielen. Mhm. So. Das war ja auch noch was anderes. Und der hat immer so ein House-Vibe drin gehabt, finde ich. Genau. Genau. Aber ja, wie du sagst, also es gibt halt zweierlei Paar Schuhe dahingehend, wenn man nicht alles, was ich jetzt hier von mir gegeben habe, ist wertvoll für jemanden, der jetzt als DJ durchsteigen möchte. Weil zu gewissen Zeitpunkten musst du gewisse Dinge abliefern, um zu funktionieren. Ne? Das ist einfach so. Du musst aber trotzdem immer versuchen, natürlich ein bisschen unique zu sein. Weil nur dadurch, dass du dich von jemand anderem unterscheidest und am besten im positiven Sinne, wirst du natürlich auch besonders wahrgenommen. Ne? Das funktioniert natürlich auch fast nur über Social Media heutzutage, aber auch bei den Tracks ist es trotzdem immer noch wichtig. Ne? Ja. Aber gut, da wird gefragt, ist das noch Track-Feedback? Ja, nee, ich glaube, wir können ja machen, was wir wollen. Aber ich finde, das ist ein guter Punkt. Es ist nämlich immer die Frage, will man davon leben? Was will man erreichen? Was sind so seine eigenen Ziele? Und klar, wenn ich jetzt irgendwie wenn ich sehr, sehr viele Menschen mit meiner Musik erreichen möchte, dann muss ich natürlich gucken, was wird gerade gehört. So, wenn das irgendwie der Ansatz ist. Ne? Mein Ansatz war das nie, sondern mein Ansatz war eher so ein Eskapismus, mich selber zu verwirklichen, mich mit meinen eigenen Sounds komplett zu vernichten, dass ich mir denke, boah, das macht jetzt gerade irgendwie Spaß. Und daraus ist dann was entstanden. An dem Moment, wo es auf einmal darum ging, dass ich irgendwelche Leute zufriedenstellen sollte, Labels, Booking-Agentur oder so, hatte ich immer mehr Probleme, meinen eigenen Sound zu machen, weil ich das noch nie gut konnte irgendwie. Und aber jetzt hören wir weiter rein, oder? In den nächsten Track. Ja, oder willst du noch was dazu sagen, lieber Sven? Nee, wir können gern mal entweder hier oder bei mir eine Sendung zu solchen Themen machen. Gerne. Das ist, glaube ich, besser, weil die Leute warten, dass ihre Tracks gehört werden. Das ja, ne? Ich, ja. Ja. Sorry, danach draußen. Tube, sein. Ja, aber Sven, wir kennen uns schon so lange und da ist es halt auch einfach mal normal, dass man in einem freundschaftlichen Talk landet. Ne? Das gehört dann dazu. So, wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. Nächster Track schicke ich dir rüber. Relinked Afterlife A Min 126 BPM Master. Steht yes. Min vielleicht für Minor. Wir wissen es nicht. Wir hören rein, dann wissen wir mehr. Los geht's. We'll be right back.
So, gehen wir rein ins Feedback. Sven, du bist. Ja, sorry, ich habe noch ein bisschen durchgeskippt, um noch ein paar Eindrücke zu sammeln, nachdem ich es einmal durchgehört hatte. Man hört mich jetzt wieder, ne? Mhm, ich höre dich. Wunderbar. Ja, ich habe 1, 2, 3 Dinge, die ich hier anzumerken habe. Zum einen fand ich, ich fange erstmal mit negativ an, beziehungsweise verbesserungswürdig. Mir war die Kick ein klein wenig zu hohl. Das ist vor allem an Stellen aufgefallen, wo sie dann alleine da stand. Da würde ich mir auch etwas nasseres, bauchigeres wünschen. Etwas, ich mag es einfach, wenn Sounds etwas voller sind. Ne? Mit hohl meine ich, dass es halt mehr so wie so ein Holz, aber nicht mit diesem Holzoberton, ne? So ein bisschen muffig irgendwie. Die hätte ich mir ein bisschen sauberer gewünscht. Dann so von dem Ganzen, erstmal vorneweg, fand ich den Track recht cool. Auch die Abwechslung mit den Vocals. Thema Vocal auf jeden Fall. Ich fand, dass das ein bisschen zu überraschend reinkam. Ne? Da können schon so kleine Tricks helfen, wie das Vocal einmal aufnehmen mit einer schönen, langen Hallfahne, also mit einem Decay, das ein paar Sekunden aushallt. Ne? Das Ganze dann rumdrehen und dann mal Force Vocal setzen, dass das schon mal so wie ein Backward diesen Vibe da reinbringt und dann das Vocal einfach in seinem Try-Mode bringen. Ne? Das hätte mir gut gefallen, wenn das passiert wäre. Vor allem im zweiten Break. Da ist dann so kurz Ruhe und dann kommt dieses ganz andere hohe Vocal. Das hätte sich fürs Ohr meiner Meinung nach besser angehört, wenn das schon mal ein bisschen angekündigt worden wäre. Ne? Aber in dem gesamten Track ist mir aufgefallen, dass der Artist auf jeden Fall scheinbar darauf steht, Sachen schnell verschwinden zu lassen oder auch kommen zu lassen. So hatte ich nämlich auch hinten als diese Lead-Line, die ging immer so aus, zack, und dann kamen diese Steps mit dieser Melodie. Ne? Da hätte ich mir auch gewünscht, dass die Lead-Line noch so ein paar Millisekunden Ausklang hat irgendwie. Das war mir immer so... Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass es so ein bisschen gefühlt ein bisschen mehr Ausklang hat einfach. Ne? Das waren Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und dann habe ich noch, ich finde es vom Sounddesign gar nicht mal schlecht. Die ganzen Ideen sind super. Ich finde nur, dass die Räume noch nicht perfekt ausgenutzt wurden. Weil ich finde es geil, wie durch die Mitte dieses und dann kommt das. Und ich finde aber, dass das, was nach außen geht, noch besser sein könnte. Es könnte noch einen geileren Effekt haben. Ich finde, dass das, was du in die Seiten gelegt hast zur Abwechslung, zu dünn klingt. Ne? Ich fand, dass es sich nur durchs Platzmachen unterschieden hat, aber nicht unbedingt so einen neuen Kristall draufgesetzt hat, weißt du? Dass da vielleicht das bisschen dunkler mit ein bisschen mehr Hall oder so, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen geiler gewesen. Aber das sind jetzt auch schon wieder Tipps, die gehen tiefst ins Detail. Man kann das natürlich auch so machen. Und das waren eigentlich alle Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Björn. Ja, ganz gut im Ansatz irgendwie die Nummer. Und jetzt steht da Afterlife, da habe ich natürlich auch an Afterlife gedacht irgendwie und ich habe jetzt noch ein bisschen Afterlife-Sound gehört, weil wir da gerade an einem Template dran sind, vor allem diese neuen Camel Fat Remix und so. Und vielleicht vergleiche ich das jetzt zu sehr, aber mir hat da so ein bisschen die Deepness gefehlt, was vor allem durch diesen Sägesound gekommen ist, der meiner Meinung nach auch etwas dünn wirkte. Du hast es schon gesagt, der war halt in den Mitten so gecuttet, der hatte überhaupt kein Bass, da war so um 500-600 Hertz, war da nix. Und diese Säge war einfach da. Und ich glaube, da hätte man auch mit bisschen Decay den ein bisschen knackiger mixen können und so. Dann kam da ab dem zweiten, oder ab dem letzten Break, ich fand, die war eh so ein bisschen zerhackstückelt mit den Breaks, also da waren irgendwie so 3 Breaks drin und so richtig war der Aufbau da noch nicht ganz passend. Ich fand, zum Schluss kam dann noch so ein Synth rein. Ich mach den nochmal kurz an, ja, damit ich auch sagen kann, welcher das ist.
Ja, ja. So, da fand ich zunächst die Tonfolge noch etwas, noch nicht ausgereift genug, sage ich es mal so. Und ich fand den Synth selber vom Style und vom Vibe halt einfach nicht so passend. Der wirkte so ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Ich weiß nicht, wie weit du bist, Reading, du bist ja auch im Chat. Es gibt da so ein paar Synths, die man für diesen Stil ganz gut nutzen kann. Ja, man klingt da jetzt nicht unbedingt anders, aber am Anfang hilft sowas ja einem. Also zum Beispiel Diva von Uhe, da gibt es auch richtig gute Presets, die man für so einen Sound benutzen kann. Mit dem Ding kommst du schon relativ weit. Wir haben tatsächlich bei uns im Shop auch ein paar Templates, die das Thema machen, und wir zeigen auch ganz gut, wie man mit Ableton Racks was macht. Zum Beispiel Melodic Elements 1 und 2, da sind super, super viele Sounds, die so in diese Richtung gehen. Wenn man nur mit Ableton Plugins arbeitet oder Stock Plugins, ist der Analog zum Beispiel total geil. Analog, ein bisschen Noise drauf, ein bisschen Reverb drauf, eine schöne Filter in Envelope, bisschen Unison, und du hast sofort einen richtig geilen Sound, der so in diese Richtung geht. Aber der jetzt gerade, der war eben auf verschiedenen Ebenen meiner Meinung nach nicht ganz passend. Ich fand, die Säge war auch zu viel irgendwann. Das war mir zu statisch. Und dieser Vocal, der war so ein bisschen Opernsängernmäßig, fand ich, oder? Also, ich fand, der hat mich jetzt irgendwie überhaupt nicht berührt. Erstmal habe ich ihn nicht verstanden, was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, kann ja irgendeine Sprache sein, die ich nicht verstehe oder so, aber der, also so insgesamt haben so die einzelnen Zutaten, also ich habe genau gehört, wo du hin willst mit deinem Sound, aber so die einzelnen Zutaten haben noch nicht gut harmoniert, ne? Also du hast zwar die richtigen Zutaten benutzt, aber sie entweder falsch zubereitet, ja, oder die falschen Zutaten aus dem Regal genommen, ne? Gibt ja auch ganz viele verschiedene Sorten. Also, wenn du eine Soße mit Rotwein machst, hey, es gibt so viele Rotweinsorten, das ist nicht der liebliche Dornfelder, der dann irgendwie geil schmeckt. So. Dann noch eine Sache, und zwar der unterschätzte Parameter. Fader, Level. Sehr unterschätzter Parameter. Bass war halt einfach zu laut im Gegensatz zu Kick. Den Bass, der so bei 110 Hertz, gut gemacht, also du hast deine Kickdrum, einen oktavierten Bass da drüber gesetzt, der war aber zu laut, der Bass. Den hättest du locker 6 bis 9 dB leiser machen können. Dann hätte die Kick auch mehr Punch gehabt, weil so war dieser Bass die ganze Zeit da. Also manchmal reicht es einfach nur, den Level Fader zu benutzen. Und das Utility ist wirklich ein, ist wie im Auto, der Blinker wird einfach viel zu selten von Leuten genutzt. Ja. Utility, eins der wichtigsten Plugins in Ableton Live, meiner Meinung nach. Ja. Allein, weil du so viel damit machen kannst, sieht aus wie so eine kleine Box. Ne? Es hat nicht viel, aber du kannst dir damit so geile Racks bauen. Gerade für Mid-Side-Bearbeitung bin ich da total drin gefangen. Ich habe fast auf jedem Kanal ein Rack, wo ich einmal die Mitte, einmal die Seite durchschicke. Finde ich sehr, sehr wichtig mittlerweile, um die Mitten und die Seiten einfach schön voneinander zu bearbeiten, also voneinander getrennt. Dann natürlich Volume, Width, Bass Mono, komplett Mono. Mit dem Ding geht so viel. Einzig und allein, was noch schön drin wäre, wenn das kein Gain-Regler hätte, sondern ein Volume-Regler. Die sind nämlich etwas genauer und fangen nicht irgendwo bei minus 60 Dezibel schon an, wenn man so redet. Ne? Aber ja, da könnte ich jetzt wieder dann fachsimpeln wir zu. Fachsimpeln, ja. Es wurde schon erwähnt im Chat von Moods Club gerade. Wir haben gerade eine Frage, die genau dich eigentlich trifft. Levity ist Hyper Highlights fragt, wer macht eigentlich jetzt die Track-Feedbacks bei Sign? Warte schon 3 Wochen, aber Auxilio ist ja auch nicht mehr bei euch, oder? Auxilio macht keine Track-Feedbacks mehr, genau, sondern das macht jetzt der Sven. Und der Sven arbeitet sich fleißig jeden Tag durch. Und dann müsstest du auch dran sein. Aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, zu lange zu warten, ist es immer besser, eine E-Mail an uns zu schreiben, also info@sign.de, als solche Fragen in den Chat hier zu schreiben. So, entweder lese ich die nicht, und ich glaube, das ist auch nicht der richtige Punkt, solche Fragen zu stellen. Jetzt hast du eine Antwort gekriegt, aber einfach das nächste Mal, und da kriegst du auch ganz schnell eine Antwort, info@sign.de oder den Discord-Support-Channel nutzen, und dann wird dir wirklich sofort geholfen.
Ja, apropos Discord Support Channel und Support, ihr könnt uns auch supporten, liebe Community. Geht ganz, ganz einfach. Einfach das Video liken und unseren Kanal abonnieren, weil nur so entscheidet nicht der Algorithmus, was ihr zu sehen bekommt, sondern selbstbestimmt mit der Glöckchen, ja, die Glocke ist ganz wichtig, werdet ihr benachrichtigt, wenn wir neue Videos rausbringen. Und in den nächsten Monaten und Wochen werden sehr, sehr viele neue, coole Tutorials rauskommen. Deswegen jetzt schon mal die Glocke drücken, jetzt den Kanal abonnieren und vor allem bedanke ich mich bei 73 Leuten, die schon hier geliked haben. Wir sind 171 Zuschauer, ich finde, da geht noch ein bisschen was. Also supportet ruhig mal und wer Bock hat, geht in unsere Discord-Gruppe, riesengroßer Server. Ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer da mittlerweile jetzt sind. Da könnt ihr euch austauschen, könnt ihr euch Tipps holen und stundenlang so Nerd-Talk machen, wie Sven und ich das hier gerade auch gemacht haben. Also ihr seid herzlich eingeladen, diese Discord-Community zu besuchen. Discord-Link ist schon am Start. Ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Track. Danke auf jeden Fall für euren Support. Ach so, es gibt noch eine Möglichkeit, uns zu supporten. Ihr geht einfach auf sign.de in unseren Shop und schaut, was es da für geile Produkte oder Kurse von uns gibt. Und das Geile ist, damit supportet ihr das, was wir tun, aber ihr supportet auch euch, weil ihr einfach geile Sounds habt. Und ich mag behaupten, dass wir bei sign.de die hochqualitativsten Sounds auf dem Markt haben. Ich hänge mich da einfach mal so aus dem Fenster raus. Und wir haben sehr, sehr viele geile Online-Kurse, und zwar in der deutschen, in deutschsprachig, wo auch nicht so viel gibt. Ich glaube, da sind wir einzigartig und da helfen wir euch weiter bei Mixdown, bei Sounddesign, ob im 6-Monats-Kurs oder in einzelnen Kursen. Checkt es einfach mal ab. Da könnt ihr auf jeden Fall super, super viel lernen und gleichzeitig unterstützt ihr unsere Arbeit hier jeden Dienstag am Trackfeedback oder unsere Nerd Talks am Donnerstag oder unsere ganzen Tutorials, die wir auf YouTube haben. So. Genau. Jetzt habe ich lange am Stück geredet, oder? Es war fast wie ein Track. Ja, ich würde gerne noch mal zum Track-Feedback was sagen. Ja, genau, gerne. Ich kann euch sagen, natürlich durch den Wechsel von Ausilio zu mir lag das natürlich auch 1-2 Wochen ein bisschen in der Luft. Ne? Ich hatte zwischenzeitlich noch danach, nachdem ich die Aufgabe bekommen habe, fast 2 Wochen Corona. Ich bin mittlerweile, habe ich mich aber unfassbar da durchgekämpft. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da jetzt schon gekloppt habe. Ich bin mittlerweile fast bei Mitte März. Ne? Also ihr werdet jetzt oder wir werden demnächst zusammen an einen Punkt kommen, wo ihr wahrscheinlich auf ein Feedback noch nicht mal mehr 2-3 Tage warten müsst. Ne? Nur damit ihr darüber mal Bescheid wisst, dass es... Sehr gut. Und wenn sich Leute fragen, was denn für Feedbacks, wenn ihr bei uns einen 6-Monats-Kurs kauft, dann könnt ihr uns eine Ableton-Session oder einen Track schicken und der Sven hört sich das Ganze an, nimmt ein Video auf, schickt euch das Video und erklärt euch in 20, 30 Minuten, was ihr besser machen könnt, wie ihr euch verbessern könnt. Und Sven ist ein von mir sehr geschätzter Producer, hat sehr, sehr viel Erfahrung, über 20 Jahre, sehr viele Releases, sehr gut im Track-Feedbacken. Genau, und das gibt es halt eben, wenn ihr unseren 6-Monats-Kurs bucht, den EMP 1 oder 2. So, nächster Track. Das Gesicht kenne ich, einer unserer Mods, vor allem Facebook. Sion, du kennst ihn auch. Ich glaube, du hast ihn sogar schon released. Kann das sein? Natürlich. Er hat schon 2 Releases auf meinem Label. 2 Releases auf deinem Label und ich glaube neulich auch was auf Thomas Schumacher sein Label gemacht. Also ja. High Class Artist mittlerweile und ich bin sehr gespannt, was er hier eingeschickt hat. Los geht's. We'll be right back.
Dele, da sind wir wieder. Ich glaube, jetzt bin ich dran, ne? Ja. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Also erstmal fand ich die Nummer stark. Classic. Funktioniert im Club. Im Club. Mir fehlte so ein bisschen was Besonderes. Wobei, was Besonderes hatte der Track. Und zwar der Vocal. Und da hätte ich mir gewünscht, dass der noch so ein bisschen mehr prominenten Platz bekommt und nicht von allem anderen so zugemüllt wird. Ich glaube, diesen Vocal in einem geilen Break mal kommen lassen, bisschen freistellen und dann noch ein bisschen mit rumspielen. Richtig, richtig cool. Mixer und technisch waren da noch ein paar Baustellen. Also was ich komisch fand, war Clap links und rechts. Sicherlich ein ganz nettes Experiment, aber ich würde eine Clap immer in die Mitte lassen, gerade im Club. Und das ist ja Clubmusik, ist so eine Clap, die dann durch den ganzen Floor fliegt. Vielleicht nicht so geil. Das fand ich ein bisschen komisch, hat mich auch nervös gemacht. Dann hatte der Track vor allem etwas zu viel Höhen. Also gerade die White war super, super spitz. Die hätte man einfach ein bisschen runterpegeln können, hätte schon gereicht. Ich fand auch dann diese Snare-Roll, die da war, da hätte man richtig geil mit einem dynamischen EQ arbeiten können, dass, wenn die Snare-Roll lauter wird, der dynamische EQ so ein bisschen zwischen 4 und 8K so runterdrückt, weil das tat halt einfach weh im Ohr. Und das Problem war, dadurch, dass so viele Höhen da waren und dann kamen wir zu diesem einen Punkt, wo da nur Kick da war, dann fehlte ein bisschen die Energie, weil Kick viel, viel leiser war im Verhältnis zu den Höhen. Allerdings muss ich auch sagen, dass hier die Kick, das finde ich gut, einfach total basic war und Standard und sie war gut. Sie war geil. Sie war nur im Verhältnis zu den Höhen ein bisschen schwach. Was die Höhen angeht, ich weiß, so Nummern von UMAC und auch Space 92, die haben echt viele Höhen drin. Mir ist es ein bisschen zu viel. Aber hier war es im Verhältnis, glaube ich, ein klein bisschen too much. Aber diese Big Rooming-Nummern, die dürfen auch in den Höhen ordentlich ballern. Das ist schon klar. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist bei dem Acid-Sound so ein Schnuff mehr Schmatz. Schnuff mehr Schmatz. So einen kleinen Schnuff mehr Schmatz. So Umami hat mir da gefehlt. So, das hat nicht so... Die war so... Da hätte so ein bisschen mehr so Präsenz reingekonnt. Kleiner Tipp, ein Dip bei 4, 6K, ein bisschen was bei 3K anheben und dann kriegt so ein Sound so gleich so ein bisschen mehr Präsenz. Ja, aber ansonsten coole Clubnummer. Svenny Boy. Ja, Björnsen. Ich würde sagen, also ich bin jetzt ehrlich, es ist eine gute Nummer. Sicherlich nicht seine beste, die ich bisher von ihm gehört habe. Ne? Ich habe auch einige Sachen, hast du mir jetzt weggenommen. Das absoluteste Thema von allem für mich, was ich mir zuerst aufgeschrieben habe, ist, dass mir die Acid Line ein Müh zu hoch abgeschnitten ist. Ich finde, dadurch, dass die den Bass nicht so mitnimmt und diese Kick, die zwar funktional ist, aber nicht so einen Boom einnimmt unbedingt, hat da mir irgendwas gefehlt zwischen Kick und Acid Line irgendwie. Und ich hätte die Acid Line einfach weiter an die Kick rangelassen. Ich glaube, dann hätte der ganze Track sich etwas fülliger angehört. Und dann wäre das wahrscheinlich auch mit den Höhen nicht so schlimm. Das heißt schlimm, nicht so auffällig gewesen. Ne? Das war eigentlich so mein Hauptpunkt für den gesamten Track. Dass ich da die Acid Line einfach etwas bassiger, ich hätte mehr Mittenbässe und so zugelassen und ich hätte sie tatsächlich auch noch ein bisschen, ja, wie du auch gesagt hast, ein bisschen knackiger gemacht einfach. Ne? Ich find die fast zu sauber für Acid. Ne? Mhm. Da untenrum irgendwie gefehlt, so an Sound. Ne? So, ja. So. Schweinegrunzen Acid quasi. Mhm. Ne? Schweinegrunzen. Witzig. Ich habe noch nie an grunzende Schweine beim Acid gedacht. Aber wenn du das sagst, so, sehe ich immer die Sau vor mir, wie sie im Dreck wühlt mit ihrer Nase. Das ist so das, was mir bei dem Track gefehlt hat. Ansonsten stabile Club-Tool-Nummer auf jeden Fall. Ne? Ja, kann man so sagen. Ich würde sagen, gehen wir direkt in den nächsten Track rein. Der kommt
von Slowchild und heißt Wind Song Premaster. Bin sehr gespannt. Wellenform sieht schon mal sehr dynamisch aus.
Das war ja mal schön. Ja, ja schön. Das war tatsächlich eine Reise. Eine Reise. Ja, schön. Also. It's a me, oder bist du? Ich weiß nicht. Mir ist egal, mach du erst von mir aus. Ja, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Und vielleicht doch, ich weiß es noch nicht, wo es rauskommt. also generell erstmal Props, ne? Feeling, Sounds etc. echt nice. Natürlich für den Rahmen, für den die Musik gedacht ist, ne? Was ich aber sagen muss, ist, dass, und das ist wahrscheinlich jetzt der einzige Kritikpunkt, den ich vielleicht ein bisschen länger ausführe, mir, was mich nach einiger Zeit verrückt gemacht hat an dem Track, so schön er auch war, so schön die Bells waren, die teilweise Hallräume, die kurzen, waren die stillen Zwischenräume zwischen den perkussiven Elementen. Dass das so still, still. Das hat mich auf Dauer ein bisschen gestört. Und da hatte ich mir, bevor es Quinto reingeschrieben hat, tatsächlich aufgeschrieben, dass mir da in der Mitte irgendwie mit dem Shaker entweder mehr passieren müsste, dass der ein bisschen länger sein müsste. Ganz richtig geschrieben auch, ich glaube, es war Egoton. So ein von Hand gespielter Shaker noch dazwischen, der dazwischen ein bisschen grindet. So ein dass man so eine Ausfüllung dieser Leere hat. Weil das hat mich gerade dann im letzten Drittel von dem Track, hat das mich nicht falsch verstehen, weil wahnsinnig gemacht ist jetzt falsch ausgedrückt, aber das hat mich irgendwie, das hat mich beklemmt irgendwann, dass da in der Mitte nichts stattfindet irgendwie. Da würde ich noch mal ran, würde es irgendwie ausfüllen. Entweder auch mal auch den Bass nicht immer auf die Kick spielen und nicht auch immer nur kurz danach, sondern vielleicht auch mal so mal rausziehen zur Kick oder so. So ein bisschen diese Räume mit sanften Dingen auffüllen. Noch irgendwas leicht Perkussives, nichts zu Auffälliges unbedingt, aber so Rauschen, so ein Sandshaker, so irgendwas, was dir ein bisschen dabei hilft, nicht ständig von deinem Ohr gefühlt dieses Volume up, Volume down, Volume up, Volume down gefühlt zu haben. So, das ist eigentlich meine einzige Kritik an dem Track. Ansonsten fand ich ihn gut. Danke, Sven. Ja, das war das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Viel Platz. Ich bin großer Freund von Ambient-Musik. Und Ambient ist ja so ein Thema, da gibt es so unterschiedliche Arten von Ambient. Also den Ambient ohne Beat, wo einfach nur 30 Juno-Sounds übereinander gelayert sind. Da gibt es auch so einen ganz tollen deutschen YouTuber, Martin Stürzer, wie heißt der? Stürzer, ja. Ja, Stürzer. Ein ganz, ganz, ganz cooler Typ, macht coole Mucke. Oder halt so in die Richtung Robert Koch, auch ziemlich stabile Mucke. Und was ich bei Ambient so schön finde, dass man total detailverliebt arbeiten kann. Detailverliebt. Also wirklich super viele kleine Gimmicks einbauen kann. Und das funktioniert einfach das funktioniert so gut, weil so viel Platz da ist. Und der Platz wurde hier nicht ausgenutzt. Ich habe mir aber auch geschrieben, aber irgendwo ist das auch künstlerische Freiheit. Vielleicht war das ja auch die Idee, diesen Track so leer zu lassen. Wie so ein, also was ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, ist so ein Brunnen in so einem Garten, der so vor sich hin plätschert. Und dieser Garten ist aber recht leer, so ein griechischer Garten. Wo dann zwischendurch mal so ein Philosoph mit so einem Gewand daherläuft. Und das hat auch irgendwie Platz. Und diese Stimmung war das irgendwie. Oder in so einem großen Garten, wo man alleine liegt und massiert wird. Schön. So, ne? So wellnessmäßig. Und eben nicht so überladen, nicht so detailverliert, weil so dieser Fokus auf diese Gitarre, und die Gitarre ist selbst eingespielt, dafür meinen großen Respekt. Aber insgesamt war mir das Ganze nicht immersiv genug. So, ich konnte nicht so reintauchen irgendwie. Und vielleicht als Tipp, Granularsynthese, super geil, wenn du eine Gitarre hast und dann mit Granularsynthese spielst. Damit kannst du ganz tolle Atmos bauen. Und mir fehlt auch ein bisschen Bass, weil so viel Platz da war, hätte man diesen unteren Frequenzbereich auch gerne ausnutzen können. Aber insgesamt
eine schöne Nummer, die, wenn ich jetzt irgendwo in so einem Wellness-Ding liegen würde, würde sie mich nicht stören. Ich würde meine Augen zumachen und würde da irgendwie so mitflowen. Das ist halt die Frage, ob ich dann nicht irgendwie da liegen würde und so, ja, die dann so bewerten würde. Ich glaube, ich kann Musik gar nicht mehr hören. Zumindest elektronisch, ohne ihn nicht zu bewerten. Aber ja. Nicht, also ich glaube, was am besten passt, nicht immersiv genug. Das hat mich nicht eingehüllt. Da fehlten mir so die Details. Da kann man noch mehr rausholen. Gerade aus Ambient. Ambient hat so viel. Und wir kriegen oft Ambient-Tracks hier und ich habe immer genau dieses Gefühl, da wird sich zu wenig getraut. Da wird nicht der Platz ausgenutzt, den man hat. Ja. Und deswegen mein Anspieltipp, die Robert-Koch-Sachen mal zu checken. Rival Consoles. Ach, da gibt es so gute Künstler, die sind. Da fliegt alles weg, wenn ihr die anmacht. Ja. Stört nicht beim Wellness, ganz genau. Ja, zarte Wochen. Ich weiß gar nicht, ist unser harter Wochen-Sale eigentlich noch da? Da könnte ich darauf nochmal... Ja, harte Wochen sind noch am Start, ihr Lieben. Also ich glaube, die sind auch morgen raus. Also habt ihr heute noch Zeit, euch mit sehr, sehr harten Produkten einzudecken. Für sehr, sehr wenig Geld. Harte Wochen bei Sign. Noch bis morgen. Aber nicht in diesem Stream. Der nächste Track kommt jetzt. Ich schicke ihn dir rüber. Und da haben wir einen Track von Moods Club. Mechanical Samurai heißt die Nummer. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Yamatonare. 7は急げ人の振りして塵も積もれば時は金なり馬の耳に念仏塵隠さず礼儀 Chili Kaksats, 親しき中にも礼儀ある頭隠し
知り格差つ親しき中にも礼儀ある塵も積もれば馬の耳に念仏人の苦しって我が苦に直せ塵も積もれば山となる隠して頭隠して頭隠して頭隠して頭ち負けるが勝ち負けるが勝ち小判知りか猫に礼儀ある我が振り直せ山となる七個指アウト Interessante Nummer auf jeden Fall. Und hat mich total an Gigolo erinnert. Gigolo Records. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, welcher Artist es ist. Quinto auch. El Ferox hat solche Sachen gemacht, aber deutlich härter. Ich komme aber gerade einfach nicht drauf. Ich fand die Nummer an und für sich ganz gut. Aber mir fehlte so ein bisschen was für diesen Style. Und zwar hätte die ein bisschen knackiger sein müssen und kälter, damit es so diesen Elektro-Vibe irgendwie besser trifft. Und mir war das alles nicht knackig genug. Die Bassline, Kick, das hätte alles ein bisschen mehr Envelope haben können. Ein bisschen weniger Decay, ein bisschen mehr Attack. Dann hätte die viel, viel besser funktioniert. Mir fehlten auch so ein bisschen so die Räume in dem Track und auch so ein bisschen der Groove. Das war zwar irgendwie ganz cool so, aber so richtig losgegroovt hat es irgendwie nicht, dass man irgendwie dachte, jetzt springe ich gleich auf den Boden und mache einen Breakdance. Ja, so, dass man seine besten, dass man denkt, so jetzt muss ich meine Moves raushauen hier. Jetzt zeige ich euch mal meinen neuesten Move halt. Ne? Das fehlte mir da irgendwie so ein bisschen. Und das mit dem Vocal driftete das dann für mich irgendwann so ein bisschen ins Belanglose ab irgendwie. Da war das zwar ganz cool, eine nette Idee, aus der man sicherlich was machen kann, aber ein Schnuff mehr Knack. Hätten wir gebraucht. Ja, und ich war früher ein riesengroßer Gigolo-Fan, muss ich sagen. Also ich habe, leider ist meine gesamte Vinylsammlung von früher ja weg, wo ich mich sehr drüber ärgere. Und ich hatte sehr, sehr viele Gigolo Records und waren wirklich ein großer DJ Hell-Fan und alles, was rund um, hatte ich eigentlich fast alle. Und habe diesen Elektro-Vibe sehr gefeiert, der jetzt auch zwischendurch mal wieder hochgekommen ist und vielleicht auch wieder da ist. So Leute wie Raphael Dingshäuser sind ja jetzt voll auf so einem Elektro-Ding und da gibt es einige Acts, die auch Fjark und so, die zwischendurch mal eine Elektro-Nummer raushauen. Finde ich ganz cool. Auch Anthony Rota ist ein wahnsinnig guter Produzent, der dieses Elektro-Ding, seitdem er Mucke macht, einfach lebt. Also von dem, der kann das einfach, das Wahnsinn, was der raushaut. Der macht teilweise 3 Alben im Jahr. So. Und in die Richtung würde ich die Nummer irgendwie packen, aber da fehlten mir dann eben so bestimmte Komponenten. Und ich finde, Elektro hat immer so eine digitale Kälte. So, ich meine, Kraftwerk ist alles andere als warm und ist alles sehr straight, gerade, aber trotzdem groovt es irgendwie wie Sau und das fehlte mir hier irgendwie. Ja, Sven. Ja, du hast ja schon alles gesagt, ja, hast du mich tot gequatscht jetzt hier. Sorry. Hast mir zum
Ich glaube, der letzte Track nichts mehr übrig gelassen. Ja, also ein paar Sachen kann ich noch sagen. Also das mit dem Kalten kann ich fühlen und ich habe da ein total geiles Paradox zu, weil so wie mir ein bisschen Kälte gefehlt hat, hat mir irgendwie auch im Gesamtmix die Wärme gefehlt. Klingt paradox genug, ja. Fand, dass da noch so ein bisschen mehr, das wird aber dann wahrscheinlich durch ein Mastering geschehen, so ein bisschen so diese Analogwärme, die hat mir irgendwie noch gefehlt, ne? Ansonsten verstehe ich das mit dem Kalten. Das Einzige, was bei mir tatsächlich hier noch hinzuzufügen ist, ist auch mit dem Vocal und mit dem, dass das sich nicht zum Breakdancen eingeladen hat. Das ist schlichtweg das Arrangement gewesen von dem Track. Hätte man den ein bisschen abwechslungsreicher beziehungsweise zielführender und punktueller arrangiert, dass halt gewisse Stellen mit Vocal, mit allem gut dastehen und andere davor kurz ein bisschen reduzierter sind, hätte der Track definitiv mehr Schwung gehabt. Ne? Du hättest bessere Übergänge in Dinge rein gehabt. Jetzt nicht, wie wir es im Techno machen, ne? So hier komplett Break und dann voll ab, aber ich fand, dass gerade das Vocal, wie du sagtest, das kam dann irgendwann so, ja, okay, ja, wieder. Also diese Belanglosigkeit, ne, die dann irgendwann eingetreten ist, ne, so böse gesagt. Das Vocal an sich war ja nicht schlecht, aber wenn du das halt so lange bringst, wird es tatsächlich einfach so ein, oh ja, gut, es ist halt die ganze Zeit da. Ne? Das funktioniert nur bei ganz wenigen Tracks irgendwie, dass du ein Vocal so lange mitlaufen lassen kannst und das war leider nicht so. Da würde ich auf jeden Fall, kannst ja noch umarrangieren, ein bisschen rangehen und würde mal gucken, wo reduziere ich das, wo macht das Vocal wirklich Sinn. Ne? Dadurch kriegt die ganze Geschichte mehr Spannung und wirkt dann auch direkt viel abwechslungsreicher. Ne? Wenn du mal hier und da ein Element einfach streichst und dort wieder hinzufügst und das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Ne? Also der Anfang, der hat mich tatsächlich so reingeholt und irgendwann habe ich dann, ich habe hier YouTube auf, dass ich ein bisschen mitlesen kann, da habe ich mal geguckt, wo bin ich denn eigentlich im Track und da habe ich so gemerkt, ab der Hälfte. Ja, ne? Das hat mich dann hinten raus, hat es mich nicht mehr so gecatcht, obwohl der Vibe an sich nice war. Aber da fehlte dann irgendwie die Veränderung für mein Ohr. Guter Punkt mit dem Arrangement, weil so eine Elektronummer kann man halt sehr gut nach einem Classic-Pop-Arrangement arrangieren. Also wirklich mit einem A-Teil, B-Teil, Chorus, Refrain. Das funktioniert sehr, sehr gut unter Bridge. Und wenn man sich viele Elektronummern anhört, haben die genau das. Die haben immer diesen ganz normalen Chorus, Refrain, Aufbau, der sehr poppig ist. Sind dann auch meistens ein bisschen kürzer, was ich hier auch gut fühlen würde. Und wo du gerade Arrangement sagtest, das wäre was der Nummer helfen könnte. Und das auch voll okay ist. Also man kann in elektronischer Musik eben auch mal diese Pop-oriented Arrangements nehmen. Und bei dem Vocal bisschen viel, habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht noch ein paar coole Effekte dabei, dass man den Vocal mal so ein bisschen verändert. Mal so ein umgedrehtes Reverb davor machen, mal irgendwie ein Vocoder drauf. Ja klar, Das ist gerade irgendwie bei so ein. Elektro etc., ne, Stimmverzerrer mal ein Schnipsel von dem Vocal rausnehmen und das tatsächlich komplett processed nochmal irgendwo einfügen als Shot oder als kurzen Nebensatz und so. Sowas kann das dann wieder spannender machen, auf jeden Fall. Ja. Viele Möglichkeiten, die man bei dem Track hat. Wir gehen jetzt in die vorletzte Nummer des Abends und zwar kommt jetzt Dystopia von Beatmax Prediction. Los geht's. Thank you.
are back. Sven, willst du loslegen mit deinem Feedback? Ich bin da. Mhm. Ja, muss ich ehrlich zugeben, heute Abend zum allerersten Mal etwas schwieriger zu bewerten, weil ich es schon relativ fühle, muss ich sagen. Ist eine Musik, die mich tatsächlich anspricht. Es gibt zwei Sachen, die ich auf jeden Fall jetzt aus dem FF sagen kann. Fangen wir mit dem an, was jetzt zuletzt hinten geschehen ist. Da kommt diese Melodie rein, dieses Düm, 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 Düm. Was mir da absolut gefehlt hat, war irgendwie ein Layer, der noch was dazu sagt. Also ich fand irgendwie, dass das so alleine im Raum stand. Das hat zwar so ein bisschen was Horrorfilmmäßiges gehabt, aber irgendwie in dem Track, gerade weil auch ein paar Mal Depeche Mode im Chat gefallen ist. Das sehe ich aber überhaupt nicht. Ja, so ein bisschen von der... Da habe ich mich erschrocken hier. Teilweise. Aber... Hat auch Sünds, ja. Mich hat da irgendwie gestört, dass der so alleine da steht, dass da nichts im Hintergrund ist, was dem so ein bisschen unterstützt, abwechselt, sich auf der Bühne mit präsentiert irgendwie. Ne? Da kann ich dir jetzt aber auch gar nicht genau sagen, was du da reinbauen sollst. Ich sehe da vielleicht nochmal so einen etwas helleren Synth, der das vielleicht so ähnlich noch ein bisschen mit kombiniert, der da so ein bisschen mitschwingt und ein bisschen in Watte packt, damit das nicht so alleine dasteht. Halt, ne? Was mich an dem Track am meisten gestört hat, wenn wir da von Störfaktoren reden, ist diese unfassbar konstante Open-Hi-Hat gewesen. Die ganze Zeit, ich meine, der Track ist so dynamisch, ne? Da wird die Kick gewechselt, da sind Hallräume, da ist alles im Hall, die Snare und so weiter und so fort. Und die Open-Hi-Hat hat einfach komplett Velocity-los durch die Mitte gemacht. Das war, das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt daran. Das fand ich, hat den Track ein bisschen unswingy, unwibey gemacht. So, ne? Das sind eigentlich so meine zwei Punkte. Ansonsten fällt es mir, muss ich zugeben, dazu jetzt gerade aus dem Stegreif schwer, noch was zuzusagen. Okay, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Also erstmal ein Anspieltipp. Fangen wir mal so an. Anspieltipp für den Producer. Check mal Carpenter Brut. Ich schreibe das mal in den Chat, damit es Carpenter Brut. Magic Sword, Wave Shaper, Scandroid. Die machen so einen Sound, der von den Drums manchmal so ein bisschen nach Metal und Rock wirkt, aber dann doch sehr synthlastig sind. Und das hatte ich so am Anfang den Eindruck, sollte so in die Richtung gehen, durch die Clap. Ich fand es insgesamt aber so ein bisschen frankensteinig, nenne ich das mal, weil der Track zum Ende hin irgendwie immer technoider wurde und am Anfang eben so diese Synthwave-Richtung hatte. Und das war dann irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Und da hätte ich mich auf einen klareres Commitment auf eine Richtung hätte mir besser gefallen. Also ich hätte es jetzt nicht schlecht gefunden, wenn dieser Breakbeat die ganze Zeit durchgelaufen wäre. Was mich so gestört hat, war, dass super viele Sounds auf der 2 und auf der 4 waren. Claps, Rimshots, Synths und dass viele Elemente einfach mal reinkamen und rauskamen, ohne dass es irgendeinen musikalischen Sinn ergeben hat. Also das war kein klares Arrangement, wo jetzt mal, dann kommt die Clap, dann kommt die Clap auf 2-4, dann auf 1-2-3-4 und dann kommt ein kurzer Break und dann kommt die Hi-Hat, dass irgendwie diese rhythmischen Elemente auch das Arrangement mitgestaltet haben. Das war irgendwie nicht da. Also manchmal war ich verwundert, da habe ich so einen Sound gehört und dann war der einfach wieder weg und das habe ich dann manchmal nicht ganz verstanden. Und das sind so die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, ja. Ich glaube, man kann, also wenn dir dieser Stil gefällt und du Bock hast auf solche Sachen, hör dir auf jeden Fall mal meine Anspieltipps an und vielleicht inspiriert dich das irgendwie. Ansonsten versuch noch so ein bisschen genrefester zu werden, weil ich nicht verstanden habe, wo die Nummer hingeht und sie mich auch nicht, noch nicht wirklich abgeholt hat, weil sie hatte viele gute Elemente, aber auf bestimmten Ebenen
hat es dann irgendwie nicht ganz für mich funktioniert. Aber ich glaube, der größte Kritikpunkt, wo ich sage, jetzt mal ganz abgesehen von meinem Geschmack, nimm die Gewichtung deiner einzelnen Instrumente nicht so stark auf die 2 und 4. Das hackt dann sehr. Das ist dann sehr hackig, wirkt das halt einfach. Ja. Marschig. Hä? Marschig. Marschig, genau. Ja. Wir kommen zum letzten Track. Ich muss auch sagen, das hat Essen zu sagen, was ich auch tatsächlich gefühlt habe, war, wie du sagst, mit dem 2-4, diese dunkle Snare-Tom-like, das war auch etwas, was mich zeitweise ein bisschen gestört hat. Das hat sich etwas kollidiert, ja. Ja. Der Matt Schulz schreibt gerade ganz ernsthaft, der Track hat Potenzial. Gut fand ich ihn nicht, Potenzial auf jeden Fall und weitermachen immer unbedingt. Unbedingt weitermachen, ja, immer. Aber es ist ja auch Geschmackssache, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Jeder soll hier, also wenn wir Feedbacker hier vielleicht mal nicht mit dem Geschmack des Chats gehen oder so, ist das auch ganz normal und ich glaube auch gut. Geben halt mal unsere eigene Meinung preis irgendwie. Ne? Und jeder hört Musik auch anders, weil, das muss man auch sagen, auch unterschiedliche Einflüsse da sind. Also wenn man sich mit einem bestimmten Genre mal beschäftigt hat, und ich habe das mal erzählt, dass ich immer so ein Genre-Grind mache und mir dann irgendein Genre schnappe, was auch immer, und dann höre ich eine Woche lang nur dieses Genre, um so ein bestimmtes Genre zu verstehen, weil ich irgendwie so total spannend finde, mich auch mal in Musik reinzuhören, die mir vielleicht gar nicht gut gefällt, oder ich beschäftige mich dann halt mal nur mit Grunge oder nur mit Darkwave oder halt auch mal mit genau diesem Genre, wo ich das jetzt eingeordnet habe. Und diese Einflüsse, die hat ja jeder unterschiedlich. Jemand, der aus den 80ern kommt, hört die Musik, die jetzt gerade lief, ganz anders wie jemand, der ein Millennial ist und nie was mit so einem Sound zu tun hatte. Also das muss man ja auch immer sehen, woher kommen eigentlich die persönlichen Einflüsse, wie ist das eigene Gehör sensibilisiert für bestimmte Stücke, was hat man gut gefunden oder so. Das ist immer so ein Ding halt irgendwie, ne? Was wichtig ist, ja. Trotzdem versuchen wir ja auch immer trotzdem konstruktiv zu sein und Tipps an die Hand zu geben, was man verbessern kann. Ja, mein größtes Verbesserungsvorschlag wäre jetzt, die Sachen von der 2 und 4 zu nehmen. So. Wolltest du noch was sagen, Sven? Ich habe mich gerade gewundert, weil du sagst, du hörst dann immer eine Woche einen Stil und analysierst den, aber Schlager hörst du ja schon voll lang. Ja, sorry, Alter. Ich weiß auch nicht, die Helene, die catcht mich halt einfach. Immer, ne? Ich weiß noch, als wir beide auf dem Helene-Konzert waren und uns in den Armen gelegen haben, das war einfach großartig, ne? Das war großartig. Mein Gott, das war eine tolle Zeit. Ja. Und der Silbereisen, ne? Mein Gott. Naja. letzte Track. Kurze Anekdote dazu. Der Chris ist da und Chris hat den noch so, also es sind Punkte, die eingetauscht worden sind. Und ich glaube, der ist auf Last Minute fertig gemacht worden. Und ist auch eine Einsendung, konkret, weil du heute da bist, Sven. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich halte von Chris als Producer sehr, sehr viel. Macht einen Sound, der mich sehr anspricht. Deswegen bin ich total gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Stahlwolle Rot-Weiß ist der Track. Den Link habe ich dir schon geschickt. Nein, noch nicht. Was sollte ich tun? Und dann hören wir jetzt die letzte Nummer des Abends von Chris. Los geht's. Thank you.
Willst du, Sven, anfangen? Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Also natürlich erstmal gute Chris. freut mich, dass du es doch noch geschafft hast. Der war ja auch von Krankheit geplant. Der hat mir das noch privat geschrieben, dass er es versuchen wird, hier unterzukommen. Schön, dass es geklappt hat. Wo fange ich an? Also zuallererst Wipe finde ich nice. Wo der Track allerdings auf jeden Fall Schwächen hat, finde ich, ist der Mixdown. Ne? Unter diesem enormen Bass liegen irgendwie alle weiteren Sounds, die da so reinkommen und eigentlich für sich auch nur halt viel zu leise. Coole Spielereien, coole Modulationen, gute Delays, die sich variieren. Es kommt alles irgendwie zu wenig raus, als würden die unter diesem Basstuch liegen. Ne? Das ist noch ein Problem, was tatsächlich das Mixing angeht. Ne? Das ist auf jeden Fall Chris' Style, so alles in allem. Da muss ich auch, ich glaube, Katharina Müller hat irgendwie gesagt, da fehlt irgendwie die was Persönliches. Ich finde, dass es komplett nach Chris klingt, nur halt noch nicht in so sauber, wie es sein kann. Ich würde auf jeden Fall diesen ganzen Steps und Sounds mehr Lautstärke geben. Ich würde den Bass noch ein bisschen zurückfahren, vielleicht sogar ein klein wenig kürzen, dass du aus diesem Bass rauskommst, ne? Weil es ist wirklich sehr viel Bass, wo irgendwie der ganze Rest drunter leidet. Auch die Ride hast du deshalb sehr dünn gewählt. Ich stehe ja eher auf Rides, die richtig 909-mäßig, ne? Die ist tatsächlich, die hört man fast nur in den Höhen und dann simbelt die da so rum, als wären es Simbels und keine Rides, so nach dem Motto. Ja, das sind so meine Kritikpunkte dazu. Ansonsten natürlich Spaßfaktor ganz, ganz weit oben. Und wenn man die ganzen Themen und einzelnen Sounds, die du da noch eingestreut hast, einfach besser wahrnehmen würde. Die sind halt so, der Bass ist irgendwie hier, ne, so. Und teilweise kommen Sounds, die machen büp. Ne? Das ist so ein bisschen, das hat mich halt ein bisschen gestört, ne, an dem Gesamten. Weil ich würde mir dann eher erwarten, dass der Bass ein bisschen zurückgeht. Und wenn so ein Sound kommt, dass du denkst, dich hupt eine LKW an. Ne, so. Dann würde das irgendwie geiler kommen. Ne? Das wären meine Verbesserungsvorschläge. Okay. Also erstmal guter Sound, man hört den Chris sofort raus. Feier den Sound. Bist auch ein bisschen schneller geworden wie sonst. Ich habe mal hier getappt, bist ja so bei 136, 137 BPM. Cool, weil es rollt trotzdem. Du hast trotzdem diesen rollenden Dampflok-Vibe immer noch drin. Ich fand die Sounds etwas zu brav teilweise gewählt. Also Stahlwolle, Rot-Weiß, da erwarte ich einfach ein bisschen mehr Metall, ein bisschen mehr Stahlhammer. Und das fehlte mir hier. Das hat mir alles noch zu sehr nach Synth geklungen. Tipp: Noises. Und zwar nicht jetzt einfach White Noise oder Pink Noise, sondern es gibt super viele verschiedene Arten von Noises, die man auch richtig gut auf YouTube bekommen kann. Von irgendwelchen komischen Videos oder so, die so ein bisschen grainiger sind. Und sowas in den Sampler packen, quasi wie mit einer Waveform zu arbeiten, dann hast du halt so diese metallischen, noisigen Sounds, die aber immer noch so ein bisschen Tonalität haben und nicht einfach nur so ein K- Tsch, White Noise sind. Ne? Also da mal mit Geräuschen eher arbeiten, was du ja eh tust. Das kombiniert mit Synths finde ich immer ganz gut. Wenn dann nur Geräusche drin sind, ist auch wieder blöd. Sonst hast du immer zu viel Geräusche, diesmal hast du ein bisschen zu viel Synths, finde ich. Die Kick und Bass hat ein bisschen zu wenig Dynamik. Das macht die ganze Zeit nur. Aber schiebt trotzdem. Ich würde aber gerade bei 75 Hertz und ungefähr so zwischen 70 und 80 Hertz und da drüber die Oktave mal schauen, dass man da so einen kleinen Dip macht. Dann räumt man das schon auf und macht deine Kicks ein bisschen kürzer. Dann klappt es auch und guckt, dass Kick und Bass nicht so stark übereinander liegt. Ja, mir gefällt's und Chris, ich mache dir ein Angebot. Du hast ja gesagt, du würdest den Track gerne von mir abmischen lassen. Da können wir gerne drüber sprechen. Aber was ich auch total geil fände, ich würde dich gerne mal zu mir ins Studio einladen, dass wir einfach mal zusammen was produzieren. Hätte ich mega, mega Bock drauf, weil wir, glaube ich, musikalisch da ähnlich ticken. Und würde mir eine große Freude bereiten, dich mal hier in
unserem neuen Studio begrüßen zu dürfen für eine ausgiebige Session und eine gemeinsame Produktion, die wir dann ja vielleicht sogar beim Sven veröffentlichen könnten. Dann schließt sich ja der Kreis wieder. Auch schon ein neues Projekt, dann heißt es demnächst TV Core Chris. Ja, wie auch immer man das dann hinterher nennt, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, also geiler letzter Track des Streams heute. Und ich fand ganz toll, wie vielfältig unsere Community ist, wie viel unterschiedliche Musik eingereicht worden ist, wie kreativ ihr alle seid. Ich finde es einfach wahnsinnig toll, wie divers unsere Community ist. Also wirklich so unterschiedliche Skill-Levels, unterschiedliche Einflüsse, unterschiedliche Ideen von Musikproduktion. Einfach geil. Mich macht das richtig stolz, was aus Sign in den, ja, dieses Jahr bald 5 Jahren geworden ist. Im September dieses Jahr gibt es Sign tatsächlich 5 Jahre. Toll. Und wir kommen jetzt zu unserem Poll. Den habe ich noch nicht ganz vorbereitet. Da muss ich mal ganz kurz hier was machen. Dum, 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 dum. Genau, du kannst gerne Musik dum, mit deinem Mund dum. Machen. Sven, könnt ihr gerne auch singen. Für die Melodie. Wo habe ich es denn? Das ist nicht. Das ist auch nicht. Da. Ok. Und jetzt muss ich noch irgendwo hier. So. Ups. Nein. Ich stimme auch ab. So. Ich mache einfach Smalltalk dazwischen. Findet eigentlich dieses Jahr wieder eine SignCon statt? Aber 100% findet wieder eine SignCon statt. Wir sind noch am Überlegen, ob wir es ein bisschen größer machen wie letztes Mal oder aber dieses Jahr nochmal so machen. Ich hau mal kurz den Link rein. Hier könnt ihr abstimmen. Bitte tut das auch. Und ich muss noch den Timer anmachen. Ich bin am Überlegen, ob ich es ein bisschen größer mache. Könnt ihr mal gerne kurz in den Kommentaren schreiben. Wir machen mal 3 Minuten Zeit ab jetzt. Hier läuft die Uhr. Könnt ihr abstimmen. Ob wir es ein bisschen größer machen, sprich vielleicht über 2 Tage. Und dieses A-Theater-Event so lassen, wie es war, aber zusätzlich vielleicht noch so ein Workshop-Panel anbieten. Also, dass man quasi entweder nur das A-Theater-Event mitmachen kann, als Meet and Greet und abends gibt es ein cooles Panel. Und zusätzlich vielleicht noch einen Tag vorher in irgendeiner Workshop-Location, vielleicht 3 Workshop-Räume mit unterschiedlichen Dozenten, dass man dann auch so ein bisschen noch Learning hat und nicht nur Meet and Greet. Das ist so die Idee, das dann noch ein bisschen auszubauen. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob wir es vom Workload her dieses Jahr schaffen, weil wir haben Großes vor. Wir arbeiten gerade noch an ein paar Projekten, die kommen und weiß nicht, ob das dann zu viel wird. Aber könnt ihr mal gerne sagen, ob ihr sowas mitmachen würdet. Das wäre dann vielleicht so, dass der Samstag wäre dann so der Workshop-Tag. Und abends Meet and Greet könnte man auch so machen, dann auf einen Tag. Oder der Samstag, der Workshop-Tag, Meet and Greet. Und Sonntag gibt es nochmal so ein paar Workshops. Irgendwie so in die Richtung halt. Ne? Ja. Also ich fand die schon ziemlich nice, muss ich sagen. So wie es war, ne? Ja. Ja. Also so werden wir es auf jeden Fall auch wieder machen. Ne? Ja, vor allem. Cool mit den Jammings, die man hätte. Also ich meine, ein paar haben die, glaube ich, gemacht. Es waren ja ein paar Setups aufgebaut. Ja, und ja. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen ausweiten. Und ja, noch lustig, dass du es sagst, weil ich glaube, das ist das Einzige, was ich streichen würde mit diesen Setups aufbauen, weil das zu wenige gemacht haben. Ja. Haben zu wenige mitgemacht. Und wir haben auch gemerkt, dass das so nicht so viel Interesse da war bei diesen Live-Setups. Aber dann halt eben in so einer Workshop-Location zu gehen und jemand, der sehr erfahren ist, ein Pro, zeigt dann mal sein Setup außerhalb von dieser Club-Umgebung. Das fände ich halt irgendwie ganz cool. Fafi ist auch für mehr als einen Tag. Ja. Ja.
schauen wir mal. Also wir sind dran am Arbeiten dran, ne? Und es wird auf jeden Fall was geben und es wird auch gleichzeitig so eine Art 5-Jahre-Sign-Party. Genau. Was ist mit One Synth Challenge? Ja, machen wir auch wieder. Wir haben ja jetzt erst seit 4 Wochen wieder ein neues Studio, dass wir überhaupt sowas machen können wie One Synth Challenge. Aber es kommt vorher noch ein anderes Projekt, und zwar dieses One Night in the Studio With. Und da werde ich auch den Sven bei mir begrüßen dürfen. Und unter anderem, also Robert Babitsch macht schon mit, Sven macht mit. Und nächste Woche, Samstag, so, stopp. Geil, Chris hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zum Track der Woche. Macht mich richtig stolz. Chris ist auch aus meinem damaligen Bootcamp jemand. Geil, freut mich voll. Du schreibst uns natürlich eine E-Mail, kriegst einen Gutschein. Ach, weißt du was? Ich hau heute einen raus. Das ist... Ach nee, das darf ich nicht machen. Nee, kann ich nicht machen. Wir müssen schon fair bleiben und hier keine extra Leute bevorzugen. Chris, du kriegst genauso einen Gutschein wie jeder anderen auch. Sorry, hab zu schnell gedacht. melde dich einfach mal, da machen wir einen Termin aus, dass du mal hier ein, 2 Tage runterkommst. Schreib eine E-Mail, gibt's den Code. Und was wollte ich gerade noch sagen, bevor ich mich gefreut habe, dass Chris gewonnen hat? Weiß nicht. Ja, du hattest es noch von One Night in the Studio. One Night in the Studio, genau. Wer nächste Woche Dienstag am Start ist, und zwar ein Producer, den ich sehr, sehr schätze, Alex Bau ist da. Freue ich mich sehr drauf. Alex Bau hat ein neues Album rausgebracht, da hören wir auch mal rein. Es gibt während des Streams das Album zu gewinnen, digital, und auch einen ermäßigten Preis für sein Album. Und nee, Chris, gibt keine Tasse mehr, gibt einen Gutscheincode für den Shop für die Gewinner, Track der Woche. Und Alex hat mir auch zugesagt für One Night in the Studio. Das heißt, auch mit Alex Bauer werde ich einen Track hier im Studio produzieren, was mir eine verdammt große Ehre ist, weil Alex Bau für mich seit 15 Jahren, ich glaube, in meinem Track-Ordner sind die meisten Tracks von Alex Bau. Echt sagen, ich habe sehr, sehr viele Tracks von Alex Bau. Feier den Mann hart und freue mich natürlich sehr, Ehre, mit Alex hier im Studio was zu produzieren. Ja, ihr Lieben, das war cool. Am Donnerstag gibt es wieder einen Nerd-Talk mit Torge ist wieder am Start und Lukas. Und die beiden machen nur mit Field Recordings einen Track. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Mich könnt ihr am Freitag in Karlsruhe hören, im Klaus Kinski, zusammen mit Cortex live, mit Modular und Gedöns. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Das war's. Sven, willst du noch was sagen? Ja, ich möchte mich bedanken fürs Einladen und für die coolen Tracks. Ich glaube, bis auf den 2. Track, wo noch viel verbessert worden musste, war heute wirklich hohe Qualität im Stream. Fand ich sehr beeindruckend. Die 5 Jahre scheinen sich gelohnt zu haben. Ja, ja. Absolut, absolut. Okay. Ja. Ja, liebe Community, ich wünsche euch einen schönen, schönen Abend. Wir sehen uns bald wieder, entweder Donnerstag im Stream, nächste Woche Dienstag in unseren Online-Kursen. Denkt dran, uns zu supporten, schaut unseren Content auf YouTube, aktiviert die Glocke, guckt mal auf sign.de vorbei. Also, bis bald. Tschüss.